Herzlich willkommen. Wir sind wieder bei Frau im Talk. Mit ganz tollen, interessanten, spannenden Themen. Heute geht es nämlich ums Singen, große Bühnen, Oldenburg, Denkmalschutz, eine Schule und Frauen, die sich dadurch zusammengefunden haben zu einem Projekt. Zuerst aber begrüße ich die Altistin Wiebke Lehmkuhl im Studio. Herzlich willkommen, liebe Wiebke Lehmkuhl. Ich freue mich, dass du das einrichten konntest, dass wir uns so schnell treffen konnten. Ja, vielen Dank. Bitte. Und jetzt muss ich einmal umschauen. Da ist die liebe Julia Mecklenburg. Sie ist, habe ich auch noch nie gehört, Pickler-Pädagogin. Ja. Aber ganz ehrlich, zuerst muss ich mich jetzt erstmal um Wiebke kümmern. Das ist in Ordnung. Und Wiebke vorstellen. Wie begrüße ich und wie stelle ich eigentlich jemanden vor, der so unglaublich talentiert ist und schon überall auf den Bühnen war und jetzt hier in meinem Studio? Also, sie ist eine großartige Altistin und wer einmal ihre Stimme gehört hat, kann eigentlich auch nicht mehr aufhören, sie zu hören. Also, das kann ich wirklich jetzt aus Erfahrung sagen. Seitdem ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, höre ich das weihnachtliche Bach-Oratorium von dir und ich bin begeistert. Es gibt ja auch schon Spekulatius im Supermarkt. Das, kann man ja machen. Genau. Ich habe dazu noch nicht gegessen, aber das hätte ich machen können. Das hätte noch mehr gegroovt. Das stimmt. Also, ich lese mal ein bisschen vor, was ich gefunden habe. Und sie ist eine der wenigen Sängerinnen, die Wagner und Bach auf stilgenauem Weltniveau interpretieren. Nun hat ein Kritiker etwas gesagt, was ich unbedingt anbringen muss. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Mal gucken, ob du es weißt. Ihre, wie aus Ebenholz gebaute, balsamistisch betörende, innig warme, edle Altstimme, gepaart mit ihrer klugen Musikalität, macht ihre sogar manchmal sanft schwingende Arien zu Augenblicken erfüllter Zeit. Also wir werden jetzt hier Augenblicke erfüllter Zeit. Oh Gott, ja. Ja, wir sind beim Du, liebe Wiebke, wir haben uns darauf geeinigt und du bist Julia und du stehst auf ganz vielen Opernbühnen, unter anderem in Bayreuth und bei den Salzburger Festspielen, habe ich gelesen. Und du warst beim Ring der Nibelungen, da haben wir auch gerade drüber gesprochen. In Oldenburg ist ja auch gerade der Ring. Ja, den habe ich auch gesehen. Ja. Warst du schon mal hier in Oldenburg beim Ring dabei? Ich kenne natürlich einige Leute vom Theater ganz gut und da gab auch die Überlegung, ob ich Erda vielleicht hier singen könnte, aber das war zeitlich einfach leider nicht möglich. Das ist ja nochmal eine schöne Aufgabe, eine Zukunftsvision, du hier in Oldenburg, weil du kommst ja aus Oldenburg, du bist in Oldenburg geboren. Genau. Also ich singe in Oldenburg oft in der Lamberti-Kirche. Ja, das habe ich auch. Und du hast schon mal im Schloss gesungen. Genau. Ja. Ach, sehr schön. Ganz informiert. Genau. Genau. Aber ich bin auch, auch schön in Oldenburg einfach zum Leben zu sein. Also es war irgendwann auch die Entscheidung irgendwie, also wir haben in Hamburg studiert, ich kann ja mal so meine Orte, genau, in Oldenburg groß geworden und zur Schule gegangen und dann in Hamburg studiert, in das erste Engagement nach Zürich ans Opernhaus bin ich gegangen. Dann, als das dann so dem Ende zuging und ich da gekündigt habe und wusste, ich möchte jetzt freischaffend arbeiten, war die Frage, wo möchte ich das tun? Und da haben wir uns entschlossen, nach Berlin zu gehen, weil ne, wenn man sonst nicht weiß, wohin, dann geht man mal nach Berlin. Vor allem sind die Lebenshaltungskosten da doch noch deutlich geringer gewesen als in der Schweiz. Irgendwie. Ja, das glaube ich. Genau, das war so die in der Schweiz leben und das Geld woanders verdienen, ist keine besonders kluge Idee. Und da waren wir in Berlin und das war auch eine ganz tolle Zeit und sehr schön, aber als dann irgendwie Kinder in Planung und sich konkretisierten, war einfach dann die Entscheidung, nach Oldenburg zurückzugehen. Und weil das Leben, das Familienleben in Oldenburg so viel niedrigschwelliger und einfacher und schöner und gemütlicher ist und natürlich auch, ne, wenn man hier selbst groß geworden ist und kann man sich das auch gut vorstellen, wie das geht. Und es hat uns in Berlin jetzt nicht zwingend gehalten. Und jetzt habe ich mir auch gedacht, ich habe die Großstädte zum Arbeiten und bin auch immer mal wieder da und genieße das dann auch eigentlich sogar viel mehr als in der Zeit, als ich da gelebt habe. Ja. Und finde es auch gut, in Oldenburg dann wirklich einfach nur zum Leben und Familiendasein zu sein. Genau. Und ich hoffe, die Mieten oder das Leben ist in Oldenburg noch nicht ganz so teuer wie in der Schweiz.
Dann aber sehr das, hohe Lebensqualität. Ja, vergleichbar. Genau. Aber ich habe auch gelesen, du hast nicht nur in Berlin gesungen. Hast du auch in Berlin, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. Du hast mal gesungen auf einer ganz besonderen Hochzeit. Und da bin ich doch mal neugierig. Ja. War das der Fürst von Monaco, wo du gesungen hast? Ja, genau, hast? Genau. Und da bist du mit einem Helikopter eingeflogen worden, ja, und dann im Luxuswagen gefühlt mit Blaulicht. Das wollte ich erst gar nicht machen. Das war so eine typische, ich habe die Anfrage dafür bekommen. Ja. Und hab dann erst gedacht, oh Gott, nein, was soll ich da anziehen? Nee, nein, nein, will ich nicht. Und dann, das will ich nicht. Und dann, vor allem muss man ja auch sagen, gab es kein Geld für diesen Auftritt. Ach. Das macht man dann für die Ehre. Okay, dass man dann mal in der Vita schreiben kann, ich habe dann macht man für die Ehre, genau, in Monaco. Und dann hat mein Schwager hat gesagt, also von genau, der Bruder meiner Frau hat gesagt, er will unbedingt, dass wir da hingehen und meine Frau soll auch mitkommen, weil er möchte damit angeben, dass seine Schwester dort auf dieser Hochzeit war. Und da hatten wir natürlich keine Chance mehr. Mussten wir das machen. Und du warst dann nicht nur Sängerin, sondern auch dann Gast oder ja, warst so, die ganze Zeit dabei? Schon die ganze Zeit dabei, aber es gab nachher, die Feier war dann so in zwei Gruppen geteilt. Also es gab dann Inner Circle, da waren wir nicht drin, wir waren so auf der Parallelfeier sozusagen. Genau. Und wo hast du da gesungen, in der Kirche? Oder das gab ja gar keine Kirche in dem Sinne, die haben das ja alles in diesem Palast. Ja. Gab so einen Innenhof, der eigentlich Open Air war, den haben die abgedeckt. Also wenn man jetzt Bilder von dieser Hochzeit sieht, dann sieht das alles immer nach so einer ganz prunkvollen, kirchlichen, tollen Atmosphäre aus, aber das war echt alles, also es war so desillusionierend, wenn man da sitzt, weil es eigentlich wie Pappmaché, also so Kulisse, also die Stühle so gold angesprüht, also so ein bisschen, ne, wie der Effekt, den wir uns jetzt hier von der Kamera erhoffen, dass alles ganz glatt und wunderschön ist. Ja. Genau, weil man das natürlich im Bild auch schön machen kann, ne? Und das war einfach, es war wahnsinnig skurril. Also es war in diesem Innenhof, da saßen wir dann alle. Und dann sind da auch die ganzen geladenen Gäste und Naomi Campbell und wer da alles irgendwie kam. Und dann hatten sie, also ich weiß, ich werde das nie vergessen, es gab diesen Moment, wo ich dachte, und jetzt könnte ich einen richtigen Lachkrampf kriegen. Und das wäre jetzt ganz ungünstig. Das war alles so hochheilig. Ja. Und dann aber in dieser Pappmaché-Kulisse. Und oben, das ist ja lang genug her, da wäre ich jetzt, wird mir niemand übel nehmen, dann waren da oben natürlich diese ganzen, so wie hier für Scheinwerfer und Kameras, so diese Fahrbahnen, diese Metallgerüste. Ja, genau. Und da fuhren dann die Kameras immer hin und her und machten so Geräusche. Und die Hochzeitsgäste hatten alle, also es war sehr heiß, war im Sommer, so Fächer, wo dann auch irgendwie Charlène und Albert drauf stand, bekommen. Und man hörte dann, also einmal dieses Knatschen da oben und dann immer. Ja. Das war einfach wahnsinnig, wahnsinnig komisch. Und natürlich alles eine Riesenshow. Also vorher und nachher war es wirklich nett. Es war nett mit den Kollegen und auch, ist er denn dann zu dir hingekommen und hat gesagt, hallo, schönen guten Tag? Also, ja, genau, wir haben uns also vorgestellt und haben sich bedankt und das war total nett. Da war ich echt überrascht. Also ich fand immer ihn so von Bildern und im Fernsehen sehr unnahbar und sehr merkwürdig und kühl und so. Und dass der ganz anders so die Hand, also man merkt ja, wenn man jemand so einem Gegenüber steht und die Hand drückt, dann spürt man, kriegt man ganz viel mehr Informationen, ne, als so durch die Kamera. Und das fand ich echt ganz herzlich und ganz nett. Und wer ist dann an dich herangetreten, damit du da singst? Also da gab es einen Menschen, den ich aus Zürich kannte. Der kannte mich dort vom Opernhaus und der hat die dort in so künstlerischen Fragen beraten. Und der hat so die musikalische Gestaltung dieses Gottesdienstes, dieser Feier, hat er gemacht und geplant und der hatte mich da gefragt. Ja. Und wie spricht man den Fürsten an? Darf man den ansprechen? Kriegt man das vorher gesagt, was man zu sagen hat? Also einen Titel? Euer Rad durchlaucht oder? Was? Nee. Also ich habe da keine Anweisung bekommen und bin aber auch in kein Fettnäpfchen getreten. Es war eher so, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, wieder. So. Und dann durfte ich. Also relativ
normal, würde ich sagen. Also ja. großer Kontrast zu dem, wie das ja. dann so präsentiert wurde. Und hast du da irgendwas, hast du da überhaupt gesungen? Genau, das wollte ich. Aus Mozarts Krönungsmesse haben wir ein paar Sachen gesungen. Und das sind eher so also klassisches Quartett singen. Ja. Also mit, genau. Wer war noch dabei? Wer hat denn mit dir da gesungen? Da hat noch René Fleming hat noch gesungen und Andrea Bocelli, aber mit dem habe ich nicht gemeinsam gesungen. Das fand ich auch ganz gut. Und das ist auch eine Hausnummer, Juan Diego Flores, genau, ja. hat den nur gesungen. Ganz, ganz toll. Lisa Larsson, eine Schwedin. Kenneth Tarver. Und ja, der war das. Ja, wirklich. Genau, aber so ja, lustig. Also im Nachhinein wirklich eine Erfahrung, muss man mal gemacht haben. Ja. So, ja. Wäre Andrea Bocelli jemand, mit wem du mal gerne zusammen nein. singst? Nein. Nein, nein, gut. Nein. Gut. Gut. Nein. Okay. Nein, nein. Bildung. Nein. Nein. Sparen wir uns jetzt mal, warum das lassen wir jetzt mal lieber. Ich habe gelesen, du sagst, die ersten Töne, die du lossingst, das sind deine Visitenkarte. Das ist die Visitenkarte. Also, ja. Was machst du denn dann, wenn die nicht sitzen? Ist das mal passiert? Ja, yes. also das kann natürlich mal passieren. Dann freut man sich immer, wenn die Rolle dann noch groß genug, um es irgendwie wieder gerade zu biegen. Ne? Also so, dass man noch ein bisschen die Chance hat. Gemein ist, ich habe jetzt in meinem Stimmfach so, das war mit auch ein Grund, warum ich in Zürich dann am Opernhaus gekündigt habe, dass es für Altistinnen nur wenige Rollen gibt, die wirklich richtig dankbar sind. Also oft ist man schon die dritte Alte von hinten links und hier noch mal eine Oma, da noch mal eine Magd und so, genau. Und das ist natürlich, also war am Anfang. Ja. Also am Anfang meiner Karriere war das toll in Zürich, ne? Weil dann hatte ich wirklich kleine Rollen und aber in aller tollster Gesellschaft und konnte natürlich wahnsinnig viel lernen von dem, was so um mich rum ist. Aber dann irgendwann war es einfach so nicht mehr so befriedigend. Und das heißt bei uns Wurzen. Hast du wieder eine Wurze gesungen? Das ist so diese Einsatzrolle, also ach. So ein, zwei Sätze oder so. Eine Wurze, genau. Und diese Wurzen haben halt die, das ist gemein, da kann man halt nicht mehr viel richtig machen. Das ist so, als wenn du nur einen Satz sagen darfst im Fernsehen und dann kommt es drauf an und da verhaspelst du dich natürlich sofort. Und dann ist eine totale Überfokussierung auf diesen einen Satz. Ja. Und wenn der dann daneben geht, dann hat man keine Chance mehr, ne? Das ist Hammer. Also das muss ich auch sagen. Und wenn man dann vielleicht auch noch sogar den Einsatz verpasst oder so. Ne? Ja, ja. Weil man es völlig angestrengt. Ja, total. Und dann, ach Gott, jetzt bin ich dran. Und dann so. Und dann hast du da vorher, dass du dann noch zählst, so jetzt 1, 2, 3 und oder. Ja, klar. Ja? Aber ja, es gibt dann auch, also auf der Opernbühne, es wird leider weniger, aber so in Zürich gab es immer noch einen Souffleur auch, der da in seinem Souffleurkasten saß. Und in Zürich haben die Tradition, dass die Souffleure eigentlich Dirigenten sind und auch Kapellmeister. Die dirigieren auch in den Proben und so. Und das war super. Also da hatte ich einen ganz tollen Jochen. Der ist jetzt der Haus- und Hofdirigent von Jonas Kaufmann. Der tourt mit dem durch die ganze Welt. Und Jochen hat mich in meiner ersten Zeit, Jochen Rieder, so oft gerettet, weil der immer schon gespürt hat, wenn ich da kurz davor war, zu früh einzusetzen, dann immer so, der schon gespürt, dann kam die Hand. Ach. Und dann, jetzt. Ist ja aber sehr gut. Und das Gute ist, das Publikum sieht das ja nicht. Nee, ne? Genau. Der Sitz ist ja irgendwo da. Nee, aber das ist schon interessant, wenn man das weiß, wenn man dann merkt, irgendwie es gibt so Stellen, wo auf einmal alle Sänger nur noch vorne irgendwie völlig panisch in diesen Kasten gucken. Wie ist das eigentlich? Das wollte ich mal so wissen, wenn ihr jetzt ein Arrangement alle zusammen hat, ganz viele Sänger und du hast dann ein Orchester dort, sagen wir mal ein Sinfonieorchester, und ihr kommt dann alle auf die Bühne, sagt denen erstmal alle Hallo, bringt einer einen Kaffee mit oder wird sich erstmal locker in die Runde gesetzt und dann erstmal so abgecheckt, ach du bist die, du singst das, oder ist das einfach nur hinkommen und du singst dann da deinen Part? Also jetzt bei Konzerten, was du jetzt meinst, also, jetzt mit so Symphoniekonzerten, ist es ja so, dass ich meistens, dass das Orchester jetzt, also ich habe ja zum Beispiel nächstes Jahr mit den Berliner Philharmonikern Elias zu singen. Und da ist das Orchester, hat mich quasi ja eingeladen, da zu kommen. Das Orchester ist vor Ort, die haben dann auch schon vorher 2 Tage geprobt. Ja. Und man kommt dann als Solist an Tag 2, 3 der Proben kommt man dazu. Dann wird man meistens vom Dirigenten vorgestellt und dann macht man aber eigentlich gleich los, also fängt gleich an zu arbeiten. Und dass man so in persönlichen Kontakt kommt, das ist dann wirklich, in Berlin ist es sehr schön, da ist einfach ich habe immer das Gefühl, die guten Orchester
da, wo es auch besonders nett ist, das sind immer die, die in ihrem Raum die Kantine direkt hinter der Bühne haben. Das ist immer am nettesten. Ja. In Köln ist das auch so und genau. Also da rennen jetzt nicht auf der Bühne irgendwelche Mitarbeiter rum, die euch dann irgendwie Salbeitee zum Eingurgeln geben oder irgendwie sagen, also du brauchst jetzt immer, was weiß ich, ein rosa Sahne-Baiser, um dann in Stimmung zu kommen. Das habe ich jetzt neu gelernt. Das könnte man schon jetzt so, gibt schon Kollegen, die dann so ein über die Agentur ein Rider, heißt das anscheinend, dann so ein Fahrplan, ne? Wie ist mit dem Künstler umzugehen, was braucht er immer, wie warm muss der Raum sein und so. Aber da bin ich, ich noch nie auf die Idee gekommen, sowas also zu verlangen. Also die Raumtemperatur geht jetzt hier. Ne? Ja, das ist super. Ja, ist alles gut. Okay, gut. Genau. Also brauchst du einen Salbeitee? Nein. Ne? Nein, du? Also bei mir ist es so, weil mich würde das, glaube ich, eher noch nervös machen. Also ich versuche immer, also ich fahre gut damit, das möglichst entspannt bodenständig anzugehen und nicht zu viel Bromborium drum zu machen. Ich habe dann natürlich, also bei aufregenden Sachen, ne, also dann versuche ich schon, das war die Frage, ne, was man macht vorm Auftritt. Ja. Und das hat meine Klopftechnik oder so? Was? Klopftechnik? Ach, bestimmt. Also ich mache immer, bin dann so ein bisschen so intuitiv das, was man gerade braucht. Und das kann jeden Tag was anderes sein. Ja. Also manchmal schon klopfen. Also ich finde, Körper warm klopfen, so von oben bis unten, ist auf jeden Fall immer gut. So. Ja. Und natürlich irgendwie habe ich meine Einsingen-Rituale und so. Ja, das wollte ich sagen. Ne? Genau, aber ansonsten so den ganzen Tag vorher, das hatte meine Professorin hatte mal gesagt, wir sind ja eher so die Löwen. Die liegen den ganzen Tag in der Savanne da unterm, also die Löwendamen, ne, wohlgemerkt so. Ja. Und dann kommt aber irgendwann die Antilope vorbei und dann muss aber Zugriff. Ne, so. Ja. Und das ist so ein bisschen der ganze Tag vor der Vorstellung, liegt man da eher so ein bisschen, drümpelt man vor sich hin oder macht da, geht mal spazieren oder guckt, dass man irgendwie gut gegessen hat und so. Und dann muss man halt auf den Moment warten. Und wenn du dann auf so der Bühne bist und du spielst die Rolle und singst gleichzeitig dazu, nimmst du dann ein Stück mit? Also wenn du das jetzt am nächsten Tag nochmal singen musst oder bist du dann in dem Moment die Rolle und kannst das dann schlecht ablegen oder sagst du, okay, vorbei? Das kommt natürlich auch auf die Rolle an, ne? Ja. Also so. Meistens kann ich da ganz gut den Schalter so umlegen. Also es ist natürlich so, dass die jetzt einfach die Musik verfolgt einen natürlich. Ne? Also das ist so dieses vorher in den Proben gibt manchmal so Sachen, die gehen einem nicht in den Kopf. Man kriegt es nicht gelernt und sobald die erste Vorstellung war, kriegt man es nicht mehr raus. Da ist es nur noch drin. Ah, und dass man die ganze Nacht nicht schlafen kann, weil man immer noch weiter die Melodien irgendwie weiter fortsetzt und so. Das schon. Und von den Rollen, das hatte ich vielleicht einmal in Amsterdam eine Inszenierung, die einfach sehr, sehr nah ging, so dass man schon gemerkt hat, das war schwieriger, das wieder abzulegen. Ja. Und genau, und da ist dann auch echt wichtig, finde ich, so mit den tragende Rollen, ne? Es ist ja jetzt kein leichtes, was du immer da spielst. Nee, genau. Obwohl auch öfter mal so ein bisschen so die lustige, so ist man schon auch öfter mal so als alt, das gibt es auch immer. Ja, also gibt es das auch? Es gibt auch einige so ein bisschen komischere, lustigere Rollen. So. Genau. Und das sind ja eigentlich auch, viele sagen ja, ach, sowas ist ja alles was für alte Leute. Nee, finde ich nicht. Das sind ja Szenen aus dem Leben, die sind ja immer noch aktuell. Das ist ja was klassisch, das bleibt ja immer. Ne? Ja. So. Ja. Also was ich sehr spannend fand war, du hattest eine Rolle, du hast gesungen und dann hattest du jemand, der hing so und starb wohl, ich weiß es nicht, es war in einer anderen Sprache. Ja. Und dann immer so ein Stück hast du ihn runtergelassen, hast weiter gesungen und dann habe ich gedacht, wie schafft die das? Der ist doch ein bisschen schwer. Jetzt bist du ja auch nicht gerade heraus, kannst jetzt nicht so mit dem Brustkorb arbeiten, dass du da nicht schnaufst oder irgendwie. Ja. Ich wäre völlig natürlich unter Stress. Genau, also es gibt natürlich Dinge, die schwerer sind zu machen beim Singen. Und das ist natürlich auch eine Frage so des Trainings. Und man übt es ja auch in der Probenzeit. Also man kann sich ja da so einrichten. Also es gibt irgendwie einfach Körperhaltung, die einfach ungünstig und blöd sind. Ne? Ja. Und ich habe zum Beispiel eine Arie wirklich mal im Liegen singen müssen. Und das ist echt schwierig, das merke ich schon. Ja. Wenn ich abends meinen Kindern ein Gute-Nacht-Lied singe, so im Liegen ist einfach so, da kommt man. Man arbeitet halt viel auch immer mit Schwerpunkt und auch, ne, so wie bei allen guten, weiß ich nicht, Yoga-Aufrichtungssachen, Boden, sich im Boden zu verankern und sich nach oben aufzurichten und den Atem nach unten fallen zu lassen, wenn man dann liegt. Dann ist ja diese Brustkorböffnung ist ja wirklich Arbeiten gegen die Schwerkraft. Ja. Und das ist dann, das muss man sich schon echt umstellen und ist nicht ideal.
Aber das ist wirklich, also da gibt es Kolleginnen, da musste ich sich immer wieder dran denken, die sind da. Das hat mich so beeindruckt. Barbara Hennigan ist eine unglaubliche, das ist eine Sopranistin, musst du mal ja. schauen. Das wird dich auch, glaube ich, interessieren. Eine Verrückte. Ich glaube, die muss, wahrscheinlich ist die als, ich weiß gar nicht, ob die Mutter ist, die muss, also ich kann mir vorstellen, dass es unerträglich ist mit ihr. Die ist so ehrgeizig, aber die macht es so toll. Die ist, hat, irgendwann hat sie das, glaube ich, gestört, dass die Dirigenten immer so viel Mist machen. Dann ist sie einfach selbst Dirigentin geworden. Die dirigiert teilweise selbst ihre Vorstellung. Ach. Dann ist die so wahnsinnig sportlich. Ich glaube, die hat auch eine Ballettausbildung. Und die hat wirklich in Hamburg Lulu gesungen. Und die ist dann einfach auf Händen gelaufen und hat dabei gesungen. Also es ist wirklich, die macht das unmöglich. Also die muss, glaube ich, immer, die muss das so ausreizen und zeigen, was irgendwie noch geht. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist genau. Ja. Wow. Du bist irre. Mutter, ja. hast du ja erzählt. Ja. Ja. Ich habe mal gelesen, nach einer Geburt soll sich eine Stimme verändern, einer Frau. Hat sich da bei dir irgendwas verändert? Ist die anders geworden? Noch tiefer? Noch reifer? Das weiß ich. Also, hast du keinen Unterschied so gemerkt? So, das Körpergefühl verändert sich ja immer so. Dann ja. Doch ziemlich. Ich glaube, das ist stärker noch für Sopranistin, also die sehr hoch singen. Da ist es oft so, dass die Stimme runder und voller wird und manche wirklich auch Probleme haben, dann in die Höhe richtig zu kommen. Ich habe vielleicht oben jetzt durch das Kinderkriegen, aber fehlen mir oben vielleicht zwei Töne, die ich aber sowieso nie gebraucht habe. Dann sind die auch nicht wichtig. Also dann brauchen wir das hier gar nicht erwähnen. Genau. Genau. Hast du denn in der Schwangerschaft deinen Kindern im Bauch was vorgesungen? So? Ja, ich habe vor allem auch wirklich noch bis kurz vor knapp auch immer gesungen und gearbeitet. Wow. Genau. Auch hier Weihnachtsoratorium, Bachs ja. Weihnachtsoratorium, immer gerne gesehen, hochschwanger. Dann ja. gibt's das erste Rezitativ, ne, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger, war immer der Moment, wo ja. ich nach vorne gegangen bin. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, also, dass sie gebären sollte. Ja. Toll. Toll. Finde ich ja gut. Genau. Wie sieht das dann aus im Hause bei dir mit Frühkind, also musikalische Früherziehung? Was hältst du davon? Machst du die? Werden deine Kinder besonders gefördert? Nee. Gar nicht. Wie alt sind die denn jetzt gerade? Die sind 1,5, 4,5 und fast 7. Finden die das cool, dass Mama singt? Die finden das nicht so richtig cool, dass Mama dann immer weg ist. Ja. Das ist, das glaube ich. Ja. Das ist, glaube ich, bei einigen Frauen dann, die in dem Bereich sind, ja. mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja. Ja. Gibt's da Ansätze, dass ihr euch manchmal sagt, weißt du was, jetzt nehme ich doch mal alle mit und dann habe ich da jemanden, der passt drauf auf. Das habe ich jetzt viel gemacht. Jetzt haben wir natürlich ein Schulkind und dann ist das halt schwierig. Ja. Genau. Aber ich bin viel mit, also mit Babysitter meistens so das ganze erste Jahr irgendwie Kind immer dabei und ja. mit Babysitter unterwegs gewesen. Ja. Das genau. erfordert aber auch eine ganz schöne Koordination, ne? Also Organisation, ne? Ja. Jemand zu finden und dann ja. muss es, genau. Und dann immer die Entscheidung, nehme ich jemanden mit von hier, der die ganze Zeit mitfährt, oder versuche ich an den Orten, wo ich bin, einen Babysitter, was natürlich viel günstiger ist. Also das Klar. ist auch viele, das habe ich auch gesagt, das ganze erste Jahr haben sie eigentlich nur für den Babysitter gearbeitet. Und natürlich, dass man halt, aber ich meine, es ist trotzdem ja. wichtig. Also irgendwann, ich habe dann mir echt angewöhnt, auch dann zu vergessen, dass es halt Geld kostet. Immer versucht, die beste Variante für mich und fürs Kind zu finden und dann kostet es das, was kostet. Also ja. so, und dann Hauptsache ist man dann aber weiter dran. Ja, und du kannst ja auch viel entspannter dann singen, wenn ja. du weißt, da ja. läuft alles im Hintergrund und die ja. Kinder sind glücklich und froh. Ja, also hat gut geklappt, aber ist dann auch immer der Moment jetzt wieder, wo man dann irgendwie doch wieder alleine fährt, auch schon merkt man im Nachhinein, dass es auch toll ist, dass man sich dann wieder so sehr auf sich konzentrieren kann. Ja, das glaube ich auch. Ja. Das ist, wir sind ja nicht nur Mutter, sondern auch Frauen. Das ja. dürfen wir ja bei aller Liebe zu ja. den Kindern nicht vergessen. Und das ja. ist bei Männern manchmal ja einfach viel einfacher. Da ist dann die Frau zu Hause und er kann weiter singen. Ne? So. Oder die kommt mit und betreut ja. die dann. Ne? Ja. ja, das glaube ich. Hast du mal in so einer historischen Robe gesungen, wo du wirklich wusstest, oh, die ist jetzt richtig alt und die ziehe ich jetzt hier an und da hat schon, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel, die Callas drin gesungen oder ja. weiß ich jetzt nicht, ja? Ja. Nee, das habe ich, das kennt, weiß ich, das gibt es immer mal in Wien oder so, in so ganz alten Inszenierungen und so, dass man ja. dann ja. Kollegen, nee, das hatte ich bisher noch nicht, nee. Und wenn du jetzt ein Konzert hast, suchst du dir deine Kleider da selber aus? Ja, das suchst du selber aus, ist nett formuliert, das ist immer ein totales Desaster. Also wenn das hier irgendwelche begabten Gewandmeisterinnen sehen, die ja, Lust bitte. Haben, mir eine Abendgarderobe zu schneidern, sehr gerne. Ja, ja also du kaufst
noch von der Stange und möchtest aber gerne. Ich habe zwei ganz tolle maßgeschneiderte Kleider, die in einem Koffer sind, der jetzt verschwunden war, aber wieder aufgetaucht ist. Nur noch nicht bei mir, der ist in München in irgendwie so einem Hangar mit 10.000 anderen Koffern, aber er ist da. Ach Gott, so, das ist schon mal schön. Da ist nämlich das Kleid drin, was ich bei der Elbphilharmonie-Eröffnung getragen habe. Und das hat eine Schneiderin, die ist die Chefgewandmeisterin in Oldenburg. Die hat eine die Göttin der Corsagen ist das. Die, aber sie hat leider einfach keine Kapazität, jetzt irgendwas zu machen. Das ist ganz schade. Und genau, jetzt habe ich gerade in München, also von der Stange, wenn man Glück hat, von der Stange. Und ist aber echt immer ganz schwierig. Also da werden jetzt hier Talente gesucht. Ja. Und da kann man sich dann ja auch einen großen Namen mitverdienen. Genau, ich finde auch sowieso, dass Sänger als Werbeträger noch viel zu wenig ist. Ich suche auch noch eine Schneiderin. Ja, genau. So, oder jemand, der mir dann Haare macht. Ne? Ja. Also, kann dann auch sagen, hier, ich kleide die Moderatorin ein. Ja, genau. Das sagte übrigens mal eine sehr bekannte Moderatorin zu mir. Hast du denn da auch deine eigenen Maskenbildnerin dabei? Ich sage, nee, so weit bin ich noch nicht. Also wenn ich das dann habe, dann habe ich das Karrierelevel geschafft. Ja. Aber ich versuche, ich kriege das dann eigentlich. Es geht doch, oder? Ja, also ihr habt euch nicht heute Morgen erschrocken. Nein. Genau. Das finde ich. Meine Tochter, die hat eine Frage an dich, weil sie sagte, sie hat dich ja, natürlich, ich habe deine Filme gesehen, wo du interviewt wurdest und wo du gesungen hast. Und sie fragte, wie viele Kleider hast du eigentlich alle? Und kannst du die alle behalten oder musst du die wieder weggeben? Und wenn du gern eins haben möchtest, was machst du dann? Also, die Kleider, wie viele Kleider habe ich? Ich habe auch ganz viele aussortiert. Aber es ist dann so eine... Früher hatte ich mehr so das klassische Bonbonkleid, also von der Stange irgendwie so ein bisschen mit Tüdelüt und Glitzer und keine Ahnung. Und das fühlt sich einfach nicht mehr gut an. Irgendwie habe ich jetzt ganz viele weggegeben und dann verändert sich natürlich auch mit jeder Schwangerschaft immer der Körper und dann passen die Sachen nicht mehr. Und also ich habe meistens echt so zwei Lieblingskleider, eins schwarz und eins nicht schwarz. Und die werden dann getragen, bis sie eigentlich auseinanderfallen. Also bei mir immer so ein bisschen, vor allem man trägt sie dann und dann nach dem Konzert, irgendwie hat man ja was anderes zu tun, dann knallt man die dann in den Koffer und dann denkt man so, ach, müsstest du mal in die Reinigung bringen. Und dann irgendwie zwei Tage vom nächsten Projekt gehe ich zur Reinigung, kann ich das bitte bis morgen gereinigt? Nein, das schaffen wir nicht. Na gut, muss nochmal so gehen. Genau. Ja, und dann... Also nicht so viele. Und also Konzertkleider muss man immer selber. Ja. Und in der Oper natürlich kriegt man ein Kostüm. Also das wird dann aber auch nicht zugeschneidert. Ja, dann, ne? Genau. Ja. Hast du da auch eine Perücke manchmal aufgehabt? Ja, oft. Ganz oft. Und meine Lieblingsvariante, also Eigenhaar finde ich immer total doof, weil meine Haare auch irgendwie, sobald da dann ein Scheinwerfer drauf ist, dann kann man irgendwas frisieren und dann macht es immer flupp und fällt alles zusammen. Ja, also du sitzt da irgendwie zwei Stunden in der Maske und nachher macht es flupp. Ja, und genau. Und dann am schönsten war es eigentlich immer mit so Teilperücken. Also dann machen sie halt ab hier Perücke hinten, so ein Haarteil und dann vorne halt mit dem, dass man seinen eigenen Haaransatz mitnimmt. Und dann hat man irgendwie so eine Mähne und sieht trotzdem ganz natürlich aus. Und alle denken, es ist das eigene Haar. Das ist natürlich die schönste. Einmal hatte ich auch eine totale Glatze. Das war auch ziemlich cool. Eine totale Glatze? Ja, bei meiner ersten Erda in Zürich, das war mein Debüt. Das war so ein Robert Wilson-Inszenierung, sowas ganz, so ein bisschen asiatisch, sehr puristisch, ganz, alle Kostüme nur in Grau, Blau, Schwarztönen. Und da hatte ich also komplett Glatze. Das war ein ziemlicher Aufwand. Und dann hat die mir auch die Augenbrauen weggenommen, abgedeckt. Ach so, und dafür nicht dann rasiert. Hier oben, nein, nicht rasiert, ja, nein, also abgedeckt komplett. Und dann hier oben die Augenbrauen gemalt und dann halt das Auge bis da hoch. Also das war echt irre. Das war totale Typveränderung. Irgendwie mal so, genau. Das muss ja sehr ausdrucksstark gewesen sein, auch wie du dann da gesungen hast. Dann, ne? Genau. Also das ist schon. Singt sich das anders in Jeans als wie mit so einer Robe? Ja, total. Also das ist ja so, man schlüpft halt in diese Rolle, rein. Und genau. Also das ist absolut, Aber wenn du jetzt übst, dann hast du Jeans an, oder? Ja, genau. Ja, nicht so ein Vorkleid oder Nein. Aber bei Proben für die Oper hat man da Probekostüme auch immer an, sodass man das schon so ein bisschen, das bringt, also macht einen riesen Unterschied. Jetzt hast du ja so erzählt von diesen schönen Kleidern und wie man da gestylt ist. Und ich habe jetzt was ganz Konträres. Ich habe nämlich gelesen,
Die dreckige Wiebke. Es gibt eine dreckige Wiebke. Und da heißt es weiter, dreckig ist das Adjektiv, das Wiebke Lehmkuhl am häufigsten benutzt, wenn sie über ihre Musikauswahl spricht. Also nicht in der Kleidung. Also es riecht noch nicht. Und da sagst du weiter nichts, das weichgespült oder glatt gebügelt. Und in ihrer Spotify-Playlist lernt man die Altistin erst richtig kennen. Ja. Wie lernt man dich denn da kennen? Oh Gott, das hat Christopher gemacht, ein Freund von mir, der hat da so einen Musikjournalist und der hat so eine, sollte ich ihm eine Spotify-Liste machen. Und dann habe ich da irgendwie so Sachen, die ich gern höre und mag, ja, irgendwie zusammengestellt. Und ist mir irgendwann aufgefallen, dass das eigentlich alles so ein bisschen ist. Also so die Stimmen gerne so ein bisschen, also so Janis Joplin und ja, Tom Waits und so, ja, also schon irgendwie so da das was schon, gehört, ne? Ja. Und oder so ein bisschen so Rockabilly Sachen oder so, die so, ja, ein bisschen auch nach alter Schallplatte klingen oder so, dass ich das mag und dass ich es nicht so, oder wenn ich irgendwie auch Jazz mag, das, ich mag es immer, also na, so ein bisschen aufgeraut und ja, nicht irgendwie nicht so weich clean, gespült. So. Ja, nee. Also nicht so Helene Fischer. Nein, danke. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also liebe, genau, Helene Fischer-Fans, nein, ist eine ganz wunderbare, leid, tolle Frau, ist auch gerade erst Mutter geworden und sieht immer super aus und hat ihr, ja, Gesicht im Griff. Ja. Also so ist es jetzt nicht. Nein, das ist ja ein Phänomen, also, ja, eigentlich, das ist ja, also, ja, ja. Also auf der Bühne guckt ja alles auf dich, ne? Das ist ja schon, wie sieht sie heute wieder aus? Hat sie zugenommen? Ist sie älter geworden, oder? Wie hat sie die Haare? Also ich, ja, meine, du jetzt, ja, ein, ja, Konzert gibst, nicht, wenn, ja, du in eine Rolle schlüpfst. Genau. Weil im Konzert, ja, kann man ja das dann schon anders sehen dann, ne? Ja, ja. Und wie ist das so? Ich habe ja gelesen, du bist keine Diva, das kann ich auch bestätigen, Gott sei Dank. Kann man da schon zur Diva werden? Gibt es da Leute, die sich dann wirklich so, also ich glaube, mit Anna Netrebko könnte ich jetzt nicht so locker reden. Ich glaube, das wäre schon... Ach, die ist, ja, obwohl, ja, ach, ich habe sie sogar mal sehr bodenständig erlebt. Ich glaube, die hat sehr viele Gesichter, würde ich sagen. Also so, ja. Ja, also da gibt es natürlich viele Dieben oder so die böse Ansätze, würde ich sagen. Und das ist natürlich auch immer eine Form der Stressbewältigung und Nervosität, dass man dann anfängt zu sagen, ich kann jetzt nur noch, wenn, ja, ja, wenn, das, wenn das, und das und das. Ist, ja, ja. Ich habe gelesen, du hast mit 12 Jahren, bist du, glaube ich, entdeckt worden, ne? Oder hast du angefangen, ja, zu singen und dann wurde so dir eine Adresse gegeben und dann hast, ja, du in Hamburg angefangen. Genau, nee, aber ich habe einfach ganz lange im Oldenburger Jugendchor gesungen. Ja. Das war so wie mein Vater auch und meine Mutter auch und meine Geschwister auch. Und dann und habe aber sonst halt Musik, habe Querflöte gespielt und Theater gespielt und so. Und das kam dann mit 19 eigentlich erst so diese, dass es das Singen ist. Ja, ja. Ist das so das typische Alter, wo dann Altsopranistinnen entdeckt werden, oder? Also ich glaube, es gibt auch schon mit 14, also wenig so schon so mit Pubertät, glaube ich. Also, ja, vorher irgendwie, also dass man gerne singt, ja, aber ich glaube, so eine richtige Stimmausbildung würde man nicht, glaube ich, nicht so richtig. Ja. Ach, unterschiedlich. Also man hat nicht diesen Stress wie bei irgendwie Geige, Klavier, ja, wenn man da nicht, also da, ja, braucht man mit 19 nicht mehr anzufangen. Ja. So. Dann hat man, ja, dann kann man das. Ja. Aber es ist ja ein bisschen untypisch, ne? Während du jetzt, sage ich mal, angefangen hast, ins Klassische zu gucken, haben ja deine Klassenkameraden, also ich glaube, deine Zeit müssten ja so die Boygroups gewesen sein, ja, dann, ne? Die haben, ja, dann alle, was weiß ich, auf Caught in the Act oder Take That gestanden, ja, und du hast dann da irgendwie was ganz anderes gesungen. Das ist, ja, schon, war das für die komisch und haben gesagt, ihr dreht jetzt ab hier oder nö, ne? Also ich, so richtig festgelegt, das war ja eher so zu Abi-Zeiten. Das heißt, die haben, ja, das dann gar nicht so mitgekriegt irgendwie. Die haben es jetzt im Nachhinein mitgekriegt und jetzt treffe ich immer mal welche und freuen sich alle total. Also, ja, ja. Hast du schon mal unter der Dusche gesungen? Ja, immer. Immer? Ja. Immer. Ja. Das ist ja toll. Dusche, Kaffeemühle, Staubsauger, alles. Die Kaffeemühle? Also ja, wenn ich, wir haben so eine Siebträger-Kaffeemaschine. Wenn, ach so. Diesen, ja. Also immer diese schönen geräuschhaften, ja, da gibt es da immer so ein Repertoire, was du dann drauf hast, so, oder wo du, ach, warst, nee, du gerade dann so? Ein spezielles Duschrepertoire. Ja, genau. Nee, auch, nee. Also. Wir haben im Bekanntenkreis jemand, wenn der spielt, der hat immer das Gleiche, das also ist dann so ein Potpourri, ja, und dann. Nö, das war's gerade so und. Ja. Ja. Gibt's was du mal ganz besonders gerne singen möchtest? Was mal so ein Traum ist, wo du sagst, das ist es? Oh. Muss ich unbedingt noch schaffen? Ah, ich möchte gerne mal irgendwann völlig undercover irgendwie mal in einer Jazzkneipe auch mal ein bisschen Jazzstandard singen, obwohl ich gar nicht improvisieren kann. Ich dann, ja, gerne mit jemandem nebendran, der dann improvisiert und ich singe dann die Strophen. Da hätte ich mal Lust zu. Ja. Also liebe Oldenburger, die in der Jazzszene sind. Ne? Also hier haben wir sie.
Das wäre ja auch mal ganz toll. Also ich bin dann ganz schüchtern. Ja, das kriege ich schon hin. Also ich ziehe dann schon mit und dann sage ich, hier ist er und jetzt macht mal was draus. Aber Jazz wäre ja ganz toll, gerade für deine Stimme. Und hier ist ja auch so eine Szene. Ja. Ich finde, Oldenburg ist sowieso musikalisch, kulturell ganz weit oben in Deutschland, muss ich jetzt irgendwie mal sagen. Ja. Also sehr schön. Jetzt habe ich ja gefragt, was du mal gerne singen würdest. Und gibt's was du auch gar nicht singen würdest? Wo du sagst, ah, oh, das ist aber auch echt was, da würde ich mich schwer dran tun. Also oder wenn jetzt einer, keine Ahnung, wirklich mal auf die Idee kommt und sagt, sing doch mal mit im Musical. Ja, Musical ist auch nicht so, es wäre jetzt nicht so meins. Ja. Also, und ich komme ja auch bei so total italienischem Repertoire, so Puccini und sowas, komme ich mir auch immer ein bisschen fehlplatziert vor. Und dann ist so dieses, ich bin nicht so, also ich bin gerne die Rampensau, die, also so, ich mag gerne so mittlere Rollen haben, so mittelgroß, wo ich mich gut ausbreiten kann und dann die anderen in den Schatten stellen, aber so die Titelpartie bin ich immer ein bisschen, ist ungewohnt und also ich fühle mich eher so immer in der Mensch, war die toll, schade, dass sie nicht mehr gesungen hat, besser als die Hauptrolle. Man denkt, mein Gott, kann ich mal aufhören. Also das ist so ein bisschen, aber vielleicht ist es auch, also wenn ich das halt sonst nie gemacht habe, Carmen ist immer so ein Ding, ne? Das ist immer so, hat sie denn mal die Carmen gesungen, will sie mal die Carmen singen? Und ich glaube nicht, dass es noch kommt. Zwischendrin dachte ich mal, jetzt käme es, aber ich glaube nicht. Aber und das ist auch wenn... Oh, da müsste ich schon echt auch vorher mit dem Regisseur schon ein bisschen irgendwie mal mich längere Zeit unterhalten haben und die ein oder andere Flasche Rotwein getrunken haben. Ne? Dann würde das aber auch was sein. Vielleicht, genau. Ja, doch, das denke ich auch. Also es würde aber auch sehr passen. Ja. Ich finde sowieso, da ist so sehr viel Temperament in dir, das so eigentlich so norddeutsch gar nicht ist. Ne? Norddeutsch, mehr so rheinländisch. Ja, da kommt schon was rüber. Ja. Was liebst du denn ganz besonders am Singen? Warum erfüllt dich das? Hast du dann irgendwas? Also wenn ich moderiere, bin ich high. Also ich hoffe, das merkt man jetzt nicht, aber wenn ich das darf, dann bin ich in meiner Base, bin ich da. Und wie ist das, wenn du singst? Singst du dich da in eine Art? Also so richtig schön ist, wenn man wirklich so ein Flow-Erlebnis, kenne ich schon auch. Dass man dann auch, aber das ist dann auch so dieses gemeinsame Musik machen, dass man dann nicht mehr merkt, wer sagt jetzt eigentlich, wo es lang geht. Also wenn dann auch so Inspiration von irgendwo herkommt, man weiß gar nicht warum, aber auf einmal ist irgendeine Stelle ganz besonders und man kann gar nicht, weiß gar nicht, wer es war, wer die Idee hatte und und wenn man irgendwie so auch diese Energie zwischen Publikum und Bühne, irgendwie das zu spüren, das mag ich wirklich sehr gerne. Und da merkt, dass man da irgendwie Leute erreicht, die dann auch irgendwie ganz bewegt sind danach. Und also da habe ich gemerkt, irgendwie so, ne, zu Tränen gerührt ist natürlich immer, das ehrt einen sehr und freut einen und so. Und aber Leute richtig, ich habe mal im Studium nämlich einmal, da haben wir so eine Chanson-Sache, also es war so ein bisschen politisch auch, aber da habe ich so ein paar Chansons gesungen und auch so ein bisschen so witzigere Sachen und dann so richtig, so einen Saal so richtig zum Lachen zu bringen, das ist auch, da habe ich gemerkt, boah, das ist also mindestens genauso gut. Also wenn das auf einmal so, boah. Ja. Man könnte ja da so was Neues draus machen, so ein kleines bisschen nette Comedy und dann geht es dann weiter. Das war aber richtig viel, weiß ich noch, das ist nämlich einfach nur ein bisschen lustig sein, das war richtig, da gab eine ganz tolle Sprecherzieherin, das ist sehr lustig, die hat das quasi inszeniert und die hat das so, die war meine Sprecherzieherin in Hamburg an der Hochschule und das war schon einfach so diese Sachen mit Timing und dass es gut sitzt und Tonfall und so, das war schon sehr ausgefeilt. Ja. Genau. An die muss ich jetzt immer ganz viel denken, weil meine Kinder nämlich die Olchis hören. Sind die Olchis bei euch auch, Julia? Nee, oh Gott. Nein, das gibt es, glaube ich, auch als Buch. Ne? Ja, die Olchis, das sind diese komischen kleinen grünen Dinger, die da, Und Marianne Bernhardt spricht sehr regelmäßig auf dem Olchi-Folgen. Dann höre ich immer im Nebenzimmer, dann höre ich immer Marianne. Marianne spricht dann immer die Königin von England oder die Tante so und so. Und die ist ganz voll immer so, ach Marianne, da bist du wieder. Ah, das ist ja toll. Genau. Ja, das wäre ja auch mal was. Du könntest ja auch mal was sprechen. So. Ja, obwohl, ach, da weiß ich auch, dann, wenn man es dann ganz genau macht, dann, das ist,
finde ich dann auch schon ganz schön anspruchsvoll. Also mal einfach so ja, drauf klar. los, ne? Aber dann, also ich merke dann, ich habe mal auch mit einer Schauspielerin hier vom Theater, mal wollte ich mal richtig an so einem Text arbeiten. Und da gemerkt, dass ich immer viel zu viele Betonungen und Höhen und was mache, das ist alles viel zu aufgeregt und das kommt. Ja, und wenn man dann auch. Anfängt, ja. das dann ja. zu kontrollieren und dann genau zu wissen, wann man etwas, und dann wird das auf einmal so wie so Spitzentanz, also ganz, ich finde, kann man so Frauen, viel falsch machen auf einmal. Ja, wenn wir aufgeregt werden. Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob es bei dir so ist. Man wird am Ende immer so hoch. Ne? Und dann denkt man immer, warum wird man dann so hoch? Oder ich bin immer ganz ergriffen, wenn ich Weihnachtslieder singe. Ja. So. Und dann fange ich in der Kirche an zu singen und werde immer höher. Und dann fange an zu heulen dabei, weil ich so ergriffen bin und denke, oh Gott. Das passiert mir nicht. Immer ja, Gott sei Dank bist du auch die Sängerin und ich moderiere. Nein, die Altistin, genau. Ja. Genau. Das ist also ganz... wichtig. Woran arbeitest du denn gerade? Gibt es da irgendwas, wo du jetzt sagst, das ist meine nächste Rolle, da muss ich mich drauf einstimmen? Also ich, im Moment singe ich eigentlich hauptsächlich Sachen, die ich schon mal gesungen habe, aber so Repertoire, was man ja immer weiter vertieft und ja. so. Also jetzt in Dresden gibt es Konzertanten, Ring wieder, das mache ich die Erda. Dann in München ein Elias, den gibt es dann nächstes Jahr mit den Berliner Philharmonikern ja. nochmal. Das heißt, das ist irgendwie so ein bisschen, das singe ich schon meine ganze Karriere. Also habe ich schon als Studentin Elias gesungen in irgendwelchen kleinen Kirchen Ach, bei schön. Hamburg. Und jetzt schön. Aber noch so, also und ich weiß nicht, also ich langweile mich dabei nicht. Also es ist so gute Musik, ich mag das gerne, da ja. auch immer wieder noch dran zu feilen und zu gucken. Und dann ist es ja auch in jeder Kombination mit anderen Menschen irgendwie immer wieder anders. Also es gibt ja nicht die eine richtige Art, sondern immer... muss man immer wieder neu justieren ja. und so und das, genau. Ja. Wie ist das, wenn du in Oldenburg singst? Dann ist das ja zu Hause, man singt zu Hause. Ist das ein bisschen anders? Ach, das ist total, also ist irgendwie schön, ne? Und manchmal ist auch viel aufgeregter, wenn dann, also bin ich viel aufgeregter, wenn ich dann irgendwie so viele Leute kenne im Publikum und genau, ah, ja, kann ich besser in so einem 2000-Leute-Saal und irgendwie alles so ein bisschen diffus, wunderbar und dann hier aber mit irgendwie Onkel, Tante und hier die Nachbarin und so. Und so wow. Du hast ja in der Elbphilharmonie gesungen ja. und wie war das da für dich? Hat dich das beeindruckt, dieser Saal, dieser Raum, dieser ja, Klang? Total. Ja? Ja. Ist was anderes, als wenn man dann im Oldenburger Schloss singt oder in der Lamberti-Kirche? Ja, oder? Also durch ja für immer anders. Also schon, ja. Ja. Sind ja auch mehr Leute, passen ja auch viel mehr rein. Ne? Ja, und schon ein also ganz spezieller, schöner Ort. Ich mag das total, dieses Maritime ist mir sehr... nah und dann, dass man da überall ja. auf die Elbe gucken kann durch die ja. Fenster und so. Das ist schon, und man hat es ja dann ziemlich kurz, wenn man abends nach Hause geht, man ja, hat genau. ja dann oben sein, ja. sein Zimmer dann wahrscheinlich. Ne? Ja. ja, genau. Schön. Auch die schönsten Garderoben überhaupt in der Elbphilharmonie, ja? so mit so bodentiefen Fenstern. Du kannst oh. direkt das und dann kannst du rausgucken auf den. Ja. Oh, das ist aber auch, ja. das ist aber auch echt schön. Ja, das ja. ist leider meine Karriere nicht mehr. Genau. Und in dem Hotel ist auch schön. Da kannst du, habe ich bei ja. der Eröffnung hatten sie ein Zimmer, da kannst du in der Badewanne liegen und auf die Elbe kommen. Oh, und dann das singen. Das Badezimmer am Fenster drüben. Oh, das ist natürlich ja. schön. Bist du dann, hast du dann Lampenfieber, wenn du dann hier bei uns mal singst oder in der Elbphilharmonie oder ist das gar nicht mehr? Es ist jetzt nach Corona wieder mehr. Merke ich. Also das ist so, diese Lampenfieber-Sache ist auch was, hat einen Trainingseffekt, ne? Also so, ja. man gewöhnt sich dran. Und dann, wenn man dann jetzt lange irgendwie nicht mehr mit Publikum hat, dann ist es auf einmal, ist man wieder irgendwie nervös. Hast du da einen Tipp, was man machen kann? Puh, mal viel ausatmen. Ja, das stimmt. Atmen. Atmen. Ja, atmen ist, das stimmt. So, ich habe nochmal gelesen, Applaus ist wie eine Droge für dich. Mhm. Also wie oft brauchst du denn den Applaus? Ach, das ist gemein, ne? Das ist also, gemein. Was sollst du da jetzt drauf antworten? Ja. Also ich glaube, was mich da dazu inspiriert hat, das ist jetzt, ich bin jetzt im Moment gerade auch nach Kind 3, habe ich wenig Oper gemacht und dann immer Konzert. Und Konzert ist ja so ein bisschen, hat ein bisschen gefasster. Also man ist da nicht so als... Oft, wenn man da als Gesangsquartett noch mit Sopran, Tenor und Bass ist, dann verbeugt man sich zusammen und so und ist nicht so als Einzelperson so ausgestellt ja. irgendwie. Nur die Einzelleistung wird jetzt nicht so direkt applaudiert und eher so das Gesamte. Ne? Und in der Oper ist aber ja schon, kriegt man ja schon Einzelapplaus und dann laufen alle so nacheinander und verbeugen sich mal. Und wenn man dann irgendwie so die Erfahrung macht, ne, das ist vorher die ganze Zeit so, oh, und dann kommt man nach vorne und macht, und dann.
Und das ist dann so toll. Und dann zehrt man so von. Und dann, wenn es beim nächsten Mal aber ein bisschen weniger ist, ist man auch irgendwie ein bisschen, also das ist mir irgendwie so aufgefallen, dass man sich daran gewöhnt und dann auf einmal denkt, oh, habe ich heute irgendwas falsch gemacht? Heute war es nicht so. Quatsch, ja, das genau. Ich. Oder irgendwie, warum hat der mehr als ich? Und so. Also völlig bescheuert eigentlich. Ne? Ja, na klar. Ja, genau. Aber genau. Deswegen bin ich auf diesen Drogenvergleich. Genau, das ist so was, man ist dann so angefixt und dann muss aber eigentlich auch immer jedes Mal ein kleines bisschen mehr sein, damit es wieder den gleichen Effekt hat. Ja, finde ich auch. Man muss da wieder rankommen. Ja. Wie ist das denn mit deinen drei Kindern? Das sind das junge Mädchen? Das Mädchen, Junge, Junge. Mädchen, Junge, Junge. Singst du mit denen gemeinsam? Oder sagen die, ach nee, Mama, komm, das mach mal lieber da draußen? Aber eigentlich nicht, ne? Kinder sind ja eigentlich von Natur aus gerne am Singen, aber ich singe da schon auch anders. Also ja, ne? Das glaube ich auch. So das können die ja gar nicht sonst mithalten mit dir, ne? Aber was haben wir gestern? Was war das? Hol die Hausaufgaben. Gestern hat Fritz, der mittlere, Heo Spanienwagen angesungen, genau. Genau. Dann hatte er aber die neue Variante mit, nicht hol die goldenen Gaben, sondern hol die Hausaufgaben, schmeiß sie in den Graben. Ja, das ist auch eine gute Maßnahme. Ja. Ich glaube, der hätte ich auch mitgesungen. Aber da ich ja auch Mutter bin und einen Erziehungsauftrag habe, sage ich dann auch zu meiner Tochter, das geht nicht. Nee, das stimmt. Ich hoffe, das hast du auch gesagt, oder? Nein, ich habe auch mitgesungen. Genau. Das kann ich mir aber so vorstellen. Also wenn meine Mutter gesungen hätte, hätte ich gesagt, oh, singst du mir noch mal was vor oder so. Also es wird schon abends das Gute-Nacht-Lied, aber das ist bei euch bestimmt. Oder, machst du das dann ganz klassisch, dieses Guten Abend, Gute Nacht und dann? Auch, also die haben immer so einen kleinen Wunschkatalog. Also der Mond ist aufgegangen, weißt du, wie viele Sterne entstehen. Guter Mond, du scheinst so stille. Du gehst so stille. Die Blümelein, sie schlafen. Guten Abend, Gute Nacht. Und dann wird halt gewählt. Ja. Aber die höchsten Einschlafchancen hat man immer bei der Mond ist aufgegangen oder weißt du, so viel Sterne das ist schön lang. Dann, ja, ne? Da kannst du dich auch richtig auslassen. Ja, da habe ich mal einmal wirklich, nee, aber da muss man ja möglichst. Wir haben Freunde, da sind beide Opernsänger. Und die haben dann gemerkt, irgendwie klappt das nicht. Die Kinder schlafen nie ein, wenn sie singen. Und dann ist ihnen irgendwann aufgefallen, weil sie auch viel zu sehr dann irgendwie gestalten, haben sie immer Spaß. Dann denkt sich der eine immer eine zweite Stimme aus und die Kinder irgendwie so, bling, toll, was machen die da? Genau, nee, man muss ja schon so ein bisschen langweilig sein. Auch ein bisschen lallen, ich lall dann auch ein bisschen. Ja, freu dich mal, sei gespannt. Meine Tochter kam letztens an aus der Schule. Das ist auch gleich ein gutes Stichwort, Julia, Schule. Da steigen wir jetzt gleich drauf ein. Der Lehrer hatte ihr gesagt, hör mal Rammstein. Und sie hörte Rammstein. Und da habe ich auch gedacht, oh, das ist aber auch nicht jedermanns. Ah, jetzt auch so ein Problem mit, aber oh gut, okay. Und dann sagte sie, ja, ich höre das einfach jetzt nur mal zur Entspannung. Ne? Ja, zur Entspannung. Ja, kann man machen. Da habe ich auch gedacht, mein Gott, wie verspannt muss man sein, um Rammstein zur Entspannung zu hören. Auch die... Hat jetzt irgendwie, ich habe den Film immer noch nicht gesehen, hat uns einen Film empfohlen, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber mit der, das ist so toll. Da wird einfach nur geballert. Und da wird einfach immer so ohne Sinn und Verstand. Und das findet sie so entspannt. Vor allem nach so Konferenzen und so. Da wird einfach wild geballert und das entspannt. So. Boah. Ja. Genau, interessant. Das, also muss ich mal. Aber das entspannt dich jetzt nicht dann. Ne? Nee, aber sie hatte uns auch schon empfohlen, die neuen Jurassic World Filme zu gucken. Da dachte ich auch irgendwie, so nee. Und das haben wir wahrhaftig gemacht und ich fand das irgendwie halt ein schöner Kontrast. Also. Aber nicht entspannt, ne? Nee, nicht, auch, aber doch eigentlich schon, weil es so, also einfach nur Unterhaltung ist so ganz, das will ja sonst eigentlich also düster, nicht. Ehrlich. Ne? Nee, so düster. Park total, aber diese neuen. Gar nicht, die sind gar nicht düster. Ich oute mich mal, ich habe also den ersten Teil gesehen. Nee, das habe ich nämlich auch den ersten Teil gesehen, furchtbar gruselig und sehr düster. Und dann auch nicht mehr gewollt. Nee. Und da gibt es jetzt aber drei neue Jurassic World und die sind nicht düster. Die sind wirklich, es ist einfach allerfeinste, also einfach Hollywood-Spektakelunterhaltung. So. Also ich muss an den neuesten von Aretha Franklin, wo dann eben über sie der Film ist. Ich weiß gar nicht, ob der noch aktuell ist. Der lief irgendwie in Corona-Zeiten und dann mal wieder nicht. Und da habe ich gedacht, das muss ich mir eigentlich filmen. Das entspannt mich. So spannende Frauen, so auch wie du jetzt, wo ich das aufsaugen kann und denke, oh toll, das sind ja auch Vorbilder, was wir ja auch brauchen. Nicht nur Baritons und Sopranistinnen, sondern auch Alt
Flautistinnen, also das hört sich auch mal so an wie so ein Musikinstrument. Ja. Hast du ja auch gesagt, meine Stimme ist ein Instrument und was für eines? Ja. Was würdest du denn sagen von den vielen Instrumenten? Was wärst du denn? Na, da ist man schon eher so auf der, ja, Cello, Fagott, Gambe, keine Ahnung, irgendwie da. Ja, bei diesen tieferen. Cello ist toll. Ja. So, jetzt holen wir mal die liebe Julia mit rein, weil wir das Thema Schule hatten. Ja, du musst jetzt vorsingen. Nein, Quatsch. Ja, nein. Klar. Also ich hatte mir vorhin mal ein bisschen was mitgeschrieben, als du was erzählt hast von dir. Du bist 42 Jahre alt, du hast 4 Kinder. Herzlichen Glückwunsch. Du hast 3. Ich habe 2, das passt. Ja. Und 2 Kinder waren an einer Schule und dein Kind ist auch an dieser Schule. Genau. So habt ihr euch kennengelernt. Ihr habt euch kennengelernt über die Röwe-Kampfschule. Genau. Ja. Schon ein bisschen früher. Genau, Küche. Julias Mann hat unsere tolle Küche gebaut. Oh, das ist dein Mann Tischler? Ja. Das ganz ist schön. Tolle Küche. Sehr schön. Ich habe übrigens eine rosafarbene Küche. Ja, echt? Mal ganz was soll es auch anders sein? Rosa Gold. So. Ja. Und du bist Picklerpädagogin. Genau. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Erzähl doch mal, was ist das? Was ist das? Also, ich habe Picklerkurse besucht, als ich Mama war mit unseren Kindern bei meiner Kollegin Ute. Also, es ist ein Nachname, Pickler. Genau. Und die Emi Pickler, die war Kinderärztin in Ungarn und die hat dann ein Kinderheim geleitet. Und aus dieser Leitung ist diese Picklerpädagogik entstanden. Und du arbeitest oder hast, wie heißt das, Zeit und Raum? Ne? Genau, in der Stiftung Zeit und Raum arbeite ich. Ja, genau. Habe ich schon mal so ein bisschen geguckt. Gebe ich Kurse. Ja. Und ja. Genau, und eigentlich sollte auch noch Frau Dr. Veronika Deckener hier sein. Genau. Wir grüßen Sie mal ganz herzlich. Ja. Sie kümmert sich um kranke Kinder. Ja. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wir wissen es. So. Sehr schön, muss ich nur kurz sagen, die Froni habe ich eigentlich kennengelernt über unser entlaufenes Huhn. Wir haben Brüder und ein Huhn ist uns abhanden gekommen und ist wirklich von bis zur Parallelstraße zu Froni. Die hat auch Hühner und die hat sie in Pflege genommen. Und dann gab es in einer Chatgruppe aus der Nachbarschaft, so gehört irgendjemand dieses Huhn und so sind wir eigentlich zusammengekommen. Ach, das ist ja auch schön. Da hat das Huhn nicht nur ein Ei gelegt, sondern hat Huhn Elsa war es ja. Toll. Also ganz toll. Schön bei uns. Ja, das sehr gemütlich. Aber auch. Ja, wohnt ihr in der Nähe von der Röwe-Kampfschule, um die es jetzt geht? Mhm. Ja, genau. Also das ist ja das, wie heißt das, Ziegelviertel, ne? Ziegelhofviertel. Ja. Ich lebe erst 2 Jahre in Oldenburg. Ja, man kann ja noch werden. Kann man alles lernen. Ja, genau, sehe ich auch. Und ich lerne ja gern. Und ihr setzt euch für den Erhalt des Schulgebäudes ein, so habe ich das jetzt richtig verstanden, habt eine Petition gestartet. Mhm. Und da habe ich das erste Mal deinen Namen gelesen und habe gedacht, super, die kommt jetzt sofort in meine Sendung. Und eine Freundin von mir schickte das. Die hat einen Freund, einen neuen Mann in ihrem Leben. Und ich sage, weißt du eigentlich, wer das da mit, was das für ein Name ist? Nee, was denn? Ich sage, Mensch, das ist doch eine Opernsängerin, da müssen wir doch mit dir reinkriegen. Das machen wir jetzt aber mal ganz schnell. Nee, habe ich jetzt gar nicht gelesen, aber schön, dass du mir das sagst. Ich sage, hallo, also jetzt aber hier. Und dann noch so ein schönes altes Gebäude, was mich sofort an Harry Potter erinnert hat. Ja, genau. Sofort. Also erzähl doch mal ein bisschen. Ich bin zwar informiert, aber bitte erzählt mir mal alles. Fang du mal an, Julia. Du musst die ganze Zeit schweigen. Ja, ich fange mal an. Also, es ist schon, die Grundschulen müssen ja alle als Ganztagsschulen ausgebaut werden. Und die Röwe-Kampfschule schafft das nicht auf ihrem Gelände. Die muss ein extra Gebäude bauen. Das soll auf dem Grundstück der neuen Jugendherberge entstehen. Und und dann sollte die Röwe-Kampfschule saniert werden und dieser Neubau entstehen. Und dann hat sich die Stadtverwaltung überlegt, wenn wir dieses Fortgebäude bauen, dann können wir doch vielleicht auch die ganze Schule neu bauen. Und genau. Und dann sollte es erst abgerissen werden, das Gebäude, ne? So war also erstmal. Ne? Ja, das ist mir jetzt erst gekommen, ne? Dass der Plan vor Jahren mal irgendwie die auch. Oder nee, von die Schule sogar. Genau. Aber das ist, glaube ich, schon länger vom Tisch. Aber Gott sei Dank. Genau. Aber es war jetzt, also ich habe das jetzt auch noch mal neu vom Schulleiter gehört. Wir haben jetzt uns letztens getroffen und eine Bürgerinitiative gegründet. Ja. Genau, weil wir auch dachten, es ist ja schön, dass wir irgendwie so als 3 Familien uns das irgendwie auf die Fahne geschrieben haben. Aber eigentlich, wir sind ja offene Türen eingegriffen. Alle, die wir angesprochen haben, ja, ein Glück, genau. Wir dachten, da muss ja mal jemand, ja. Und
Und dass das so ein bisschen ein größerer Rahmen ist sozusagen. Und ja. Der Schulleiter hatte gesagt, also die Beschlussvorlage gibt es eigentlich und das ist, die ist geltend, dass die Röwekamp-Schule das alte Gebäude saniert wird und eine Außenstelle gebaut wird auf diesem Gelände der Jugendherberge in der Alexanderstraße. Das ist aber nicht die neue, weil du sagst, nee, die alte, die genau. alte, ne? Die, das ist die alte Jugendherberge. Ja, genau, die, alte die neue Jugend. Ist ja, genau. ja, ja nee, da nee, hinten nee. Bei der Volkshochschule. Nee. Nein. Da wollten sie jetzt immer eine Schule rein. Genau. Nee. Genau. Und ja, ja und dann dieses Umschwenken, das passierte ja. so ein bisschen so. Kurz vor den Sommerferien haben wir dann nochmal eine Idee. Genau. Wir können doch vielleicht nochmal einen ganz Neubau bauen. Genau. Also ja. Eine Idee von der Stadtverwaltung, glaube ich. Ja. Hat wahrscheinlich, hat, also und man hat halt, so das eine ist, glaube ich, irgendwie, Kosten angeblich ist das geringfügig günstiger. Aber es ist ja immer die Frage, irgendwie, was man alles mit einrechnet. Also ja. es wird in dieses, dass dieser Neubau angeblich günstiger ist. Das haben sie sich denn? Zusammengerechnet. Ja. Wie teuer soll das werden? Nee, wollt ihr das denn, nein. diesen Neubau? Nee, nein, auf keinen Fall. Nein, nein wir wollen bitte gerne die Zwei-Standort-Lösung. Wir wollen genau. die Schule soll die Schule bleiben. Und soll ganz schön saniert werden und bitte auch mit jemandem, der irgendwie sich ein bisschen, weil ich, man kann ja, also euer Haus ist auch ein Altbau, ne? Ja, klar. Mhm. Genau, wir wohnen beide in Altbauten, die man ja sehr schön auch modern sanieren kann und ja. wo man auch in der Raumgestaltung ja Freiheiten hat und die man ja auch den Anforderungen von moderner Pädagogik anpassen kann genau. Und energetisch sanieren und so. Und das ist so das eine, das ist halt die Stadtverwaltung auch noch diese, ja, irgendwie alle Gebäude, muss ja bis wann wollen sie klimaneutral werden? Also diese. Ich weiß nicht genau, was. Oh ja, da weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Ja, genau. Aber ist auf jeden Fall Klimaneutralitätsbeschluss, ne? Genau. Ja, muss auch umgesetzt werden. Und das heißt, alle städtischen Gebäude müssen irgendwie klimaneutral werden. Und das ist natürlich so über den Kamm irgendwie auch ein Blödsinn, weil das natürlich alte Gebäude sind, die sind dann schon da und auf die ja, kann, genau. da kannst du das Beste rausholen. Ja. Aber alles wird nicht gehen. Und wenn man dann sagt, okay, dann verkaufen wir das lieber, dann sieht es nämlich in unserer städtischen Bilanz fürs Klima besser aus. Hat es aber für das Klima der Stadt Oldenburg ja überhaupt keine Relevanz. Genau. Ja. Weil ja. dann kauft es ein privater Investor, ja. der macht dann nur das Nötigste. Ja. Nicht so viel, wie die Stadt jetzt machen würde wahrscheinlich. Und fürs Klima ist nichts gewonnen. Ja. Und es wäre einfach so ein herber Verlust, dieses. Nein, das geht überhaupt nicht. Nein, nee, da blutet ja mein Herz. So seelenlos. Ja, euer auch. Ja, ganz schlimm. Also, das ist auch als Anwohner ja. allein schon irgendwie. Genau. Ja. So ein Schulgebäude, wo einfach wirklich ja, das ist ja da als ist Schule ja gebaut Geschichte. Worden. Ja, ja, als Schule gebaut worden, ja. 1899. Genau. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Genau. Und ich, also sonst, ne, also wir sind beide sonst nicht irgendwie besonders traditionalistisch, ne, weil nein, das wird ja jetzt sagen. Genau. Also sonst ist ja so dieses, mein Gott, denk doch mal modern und so. Aber es ist ja, also so ein Gebäude hat ja auch eine Atmosphäre, die man irgendwie, das kann man ja gar nicht so richtig beschreiben, aber das genau. macht einfach wirklich was mit den Kindern, auch ja. dahin zu gehen, und zu auch wissen. Mit dem ganzen Viertel, finde ich. Mit ja. dem ganzen Viertel, ja. Ja, natürlich. Ich finde, ich bin ja jetzt erst 2 Jahre in Oldenburg, aber wenn ich die Augen zumache und ich würde jemanden Oldenburg beschreiben, dann würde ich sofort sagen, blauer Himmel, Bäume, viele schöne weiße Villen. Und kommt nach Oldenburg, das gibt es so selten, das ist so wunderschön. Ja, ja. genau. Ja. Also das ist genau. einfach. Und als ich eure Schule gesehen habe, mein Sohn geht auf ein Gymnasium in Hannover, ja. wo ich auch gedacht habe, oh, hier wohnt Harry Potter. Ganz ja. toll. Ja. Und als ich jetzt mir das angeguckt habe, ja. auch ja. mal von außen dran ja. vorbeigegangen bin, habe ich gesagt, ja. nein, das ist eine Geschichte. Genau. 1899, ja. hallo. Also das, ja. nee, da sind ja auch, da ist ja eine Atmosphäre drin. Ja. Jetzt muss ich mal fragen, das habe ich auf der Website der Schule nicht gefunden. Wie viele Schüler gehen denn da zur Schule? Moment, 150 ungefähr. 150. Ja. Und sind die Klassen dann wahrscheinlich zweizügig, ne? Von der ersten bis ja. zur vierten. Genau. Ja. Und die ist aber jetzt noch keine Ganztagsschule, sondern genau. wird erst eine. Ja. Genau. Ja. Wie lange sind jetzt die Kinder da im Moment? Bis wie viel Uhr? Naja, es gibt bis Viertel vor eins, das ist garantiert. Genau. Und dann kann man Hortplatz über den Kipp kann man sich ja. auf dem Hortplatz, und da gibt es halt viel zu wenige. Das ist eigentlich auch so das Grundproblem. Da gibt es den Mittagstisch-Hortplatz ja, bis genau. zwei ja. und dann noch die lange bis vier, fünf, ja. halb fünf. Genau. Und da, das ist halt das Problem, da gibt es viel mehr Bedarf als. Ist der Hort dann da direkt an der Schule? In der Schule, genau. in der Schule genau. drin. Das also ist die alles, Kinder sind alle in der ja, aber das ist dann. Alles ja. halt zu eng. Viel zu eng, ja. genau. Und Ganztagsschule heißt auch so viel wie, ich glaube, da darf jede Grundschule das so ein bisschen selbst ausgestalten, wie sie das machen möchte. Eigentlich geht es schon um diesen
Betreuungsplatz. Ne? Dass man wirklich, man kommt, ne, hatte vorher die Kinder im Kindergarten bis 3, 4 betreut oder so und hat sich ja in seinem Berufsleben auch so darauf eingestellt und dann auf einmal hast du Schule und dann sind die mittags um 12:30 zu Hause und du denkst so, okay. Und dass sie darauf reagieren müssen. Und das ist jetzt auch bei der Röwekamp-Schule eigentlich quasi als freiwillige Betreuungsangebot bis 4 Uhr, glaube ich. Genau. Genau. Mit Mittagessen. Ja. Genau. Gar nicht verpflichtend. Ja. Und da denken wir halt und auch halt viele andere, dass das sogar eher ein Vorteil ist, wenn die Schüler dann auch das alte Schulgebäude, vielleicht verlassen. Nicht alle, aber zum großen Teil auch verlassen, in einen anderen Raum kommen, anderes Gebäude, andere Impulse kriegen, nicht immer in den gleichen Genau. Räumen. Genau, und wissen, jetzt ist unsere Nachmittagszeit. Genau. Ja. Ich glaube, das hängt auch sehr viel an den Eltern. Ich kann mir vorstellen, wenn ich als Mutter oder Vater da zur Schule gegangen bin in den Räumen, ja. da hängt man schon dran. Ja. Ne? Und dann ja. soll das einmal, ach, und jetzt bringe ich mein Kind dahin. Ja, das ja. ist vielleicht traditionell oder so. Aber es ist auch irgendwie ja. schön. Wir brauchen ja. doch auch sowas. Ja, und genau. das kann ja trotzdem auch sehr modern ausgestaltet ja, werden. Ja, kann man ja auch, und natürlich. Also es hat natürlich, also dieses Gebäude hat ein paar Nachteile, was also so mhm. Größe, die Klassenzimmer ja. sind wirklich, wirklich beengt, also da bin ich auch nicht, da also wird man irgendwie, aber man kann da bestimmt noch was tun. Das ist auch die Frage mit diesem Dach, was angeblich auszubauen ist, aber so ganz glauben tun wir das eigentlich noch nicht. Also ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nur so ein bisschen halbherzig geprüft worden dass da einfach noch mehr möglich ist. Und dann wurde halt ein paar, also von der Stadt etwas versprochen, was diesen totalen Neubau angeht, was, glaube ich, am Anfang ein paar Eltern und Lehrer ins Wanken gebracht hat. Genau. Und die Fantasie, so, ne, wenn man sich jetzt so den totalen Neubau erträumt und gleichzeitig jeden Tag irgendwie da ist und die Toiletten sind wieder verstopft, dann denkt man vielleicht, ach Mensch, so ganz neu wäre doch vielleicht auch ganz schön. Und die sind so ein bisschen am Anfang ein bisschen umgeschwenkt. Und da ist aber unsere Haltung, und das ist jetzt auch vorgedrungen, dass es wirklich in dieser Zeit aus so vielen Gründen überhaupt keinen Sinn macht, nicht das Alte zu sanieren und zu nutzen, sondern was total Neues zu bauen, weil man erstmal, die Kosten kann man überhaupt nicht einschätzen. Man kann eigentlich sogar, man kann schon einfach Garantien darauf geben, dass es nicht zu realisieren wird mit den Kosten, die man jetzt kalkuliert. Das hat die ganze Erfahrung der letzten Jahre gezeigt und das wird auch so sein. Und dann wird die Stadt ja nicht sagen, Mensch, dann leihen wir uns nur irgendwo Geld, sondern eher sagen, na, dann streichen wir hier was weg, dann streichen wir da genau. was weg. Genau. Daran wird es dann wahrscheinlich dann, ja. Oder es wird erstmal wieder eine ganz saure politische Diskussion werden, aber sie haben uns doch versprochen, es soll nur Summe X kosten und warum. Ja. Wie kommen denn jetzt hier die 1,8 Millionen nochmal dazu? Genau. Ja. Und dann kann man sich ganz schön was ans Bein binden. Was ich noch wichtig finde, ich finde, eine Grundschule gehört in ein Viertel und nicht an den Rand. Ja. Ja. Also die Kleinen, die sollen schön behütet, beschützt die kleinen Siedlungsstraßen gerne zur Schule laufen. Ja, das denke ich auch. Mhm. Es gab mal so einen Spruch, kleine Beine, kleine, kurze Wege oder kurze Beine, kurze Wege. Ne? Das ist ein schöner Spruch. Der ist gut. Genau. Den immer. Das ist richtig, ne? Finde ich auch. Genau, die haben sich vor 120 Jahren auch Gedanken gemacht, warum sie die Schule da hinsetzen und nicht an die Alexanderstraße. Ja. Das ist nicht weit entfernt, aber es macht atmosphärisch so einen riesen Unterschied. Ne? Das also auch muss die kleinen... auch unter Denkmalschutz sein, ne? Ja, deshalb können sie es gar nicht mehr abreißen. Ja, obwohl es gab wohl irgendwelche Pläne mal, das dann auszuhebeln. Ja, es gab, und da sollten dann Einfamilienhäuser, ne? So. Ja. Genau. Das, die Jahnhalle steht auch unter Denkmalschutz. Ja, das stimmt, genau. Ja. Das ist schön. Ich habe auch mal in einem ganz alten denkmalgeschützten Haus gelebt. Das war eine Reetdachkarte. Das hatte auch was. Mhm. Ja. Gut, gibt auch schöne, moderne Bauten, aber trotzdem... Ich habe gesehen, heute Morgen 532 haben inzwischen die Petition unterschrieben. Das sind 52%, weil da stand drin, mit 1000 habt ihr eine größere Reichweite oder eine größere. Ja, das war mal so unser Ziel. Ja. Ja. Also wir wollen das jetzt natürlich hier toppen. Ne? Heute Abend sind da 1000 Stimmen. Ja. Und mehr als 1000 gehen auch. Genau. Dann singt sie einfach noch ein kleines Lied dazu. 3000 Stimmen. Genau, bei 2000 singe ich. Bei 2000? Ja. Also, ja. Bei 2000 Stimmen sind wir in der Röwekamp-Schule drin. Ja. Wahrscheinlich dann, weil es ja dann Herbst ist. Es wird ja dann. Herbstlieder, ja. Genau. Ein Herbstlied, irgendwas. Ja, genau. Ja, das wäre doch. Autumn Leaves. Ja. Jazz-Standard. Da wäre ich da auch beisitzen und intakt klatschen. Ja, nein, das bringt dich nur durcheinander. Aber das wäre. Ich bringe Lebkuchen mit. Ja, genau. Ja. Lebkuchen und Glühwein und so.
Also das ist, das machen wir ja auf jeden Fall. Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage. Die Petition, die läuft noch ein bisschen länger, ne? Also die läuft jetzt nicht nächste Woche aus. Nee. Und ich glaube, ihr wolltet euch auch noch irgendwie treffen. Oder gab es das Treffen? Also wir haben jetzt schon uns in eine Bürgerinitiative umgewandelt. Ja. So. Und jetzt gibt es am Mittwoch gibt es halt eine Infoveranstaltung in der Schule, wo Menschen von der Stadt die Pläne vorstellen, so. Wie ein Umbau sein wird oder ein Wegzug? Beide Varianten. Beide Varianten, aber definitiv ist es alles nur eine grobe Schätzung, wo es ungefähr hin ist. Genau. Ja. Also eigentlich muss man sowieso, so viel, das ist das Problem, so richtig, wie es dann nachher aussehen wird in der Planung, so weit gehen sie ja gar nicht, weil das kostet ja auch sehr viel Geld irgendwie, und das wird jetzt erstmal nicht investiert, man muss eigentlich erstmal so eine Grundsatzentscheidung treffen. Und da ist, das ist für uns so klar, wo wir finden, das geht eigentlich, wo es grundsätzlich hingehen müsste. Ja. Und für viele andere eigentlich auch. Ja. Also, aber es geht jetzt eigentlich, es ist ein bisschen komplex, es gibt so viele Dinge, die damit reinspielen, glaube ich. Ne? Das ist das Klimathema, es ist irgendwie das Ganztagsschulthema, dann diese Sachen mit den Wegen, die immer argumentiert werden. Das ist, versteht man, glaube ich, auch eigentlich nur, wenn man da wohnt oder Kinder hat, was das zu bedeuten hat. Und es ist aber so ein bisschen so für diese Grundrichtung, da wollen wir einfach, dass wir da eine starke Stimme haben. Genau, die starke Stimme haben wir. Ja, genau. Ja. Und weil dann schlussendlich wird es ja der Rat entscheiden. Und der hatte nämlich eine ganz plausible, schöne Beschlussvorlage von der Stadtverwaltung bekommen, dass es doch viel besser und kostengünstiger und alles wäre, diesen ganz kompletten Neubau dahin zu setzen. Und natürlich kann jeder einzelnes Ratmitglied sich da erstmal einzuarbeiten. Erstmal glaubt man natürlich das, was die Stadt einem da auch vorrechnet. Ja. Und das war uns einfach total wichtig, da auch so ein bisschen Finger drauf zu zeigen und zu sagen, was ist das denn eigentlich? Und auch ein bisschen dahinter zu kommen, was da für Interessen dahinter stehen. Also es geht auch, ich glaube, so ein bisschen, wenn man es mal so ein bisschen einfach sagt, irgendwie haben die, glaube ich, Muffensausen, was da noch alles auf sie zukommt. Einmal mit diesen ganzen Klimaneutralitätsumbauten und diesem ganzen Ganztagsumbau. Und dann haben sie ja so viele Schulen, die sie da auch noch umbauen müssen. Und das wird wahnsinnig viel Geld kosten. Mhm. Und dann ist jetzt dieser irrwitzige Plan, dass man sich das Geld für die Container spart bei den ganzen anderen Schulen. Mhm. Weil man ja dann die Schulen, wenn die anderen renoviert werden, können die ja in die dann leer gewordene Röwekamp-Schule mal für ein Jahr umziehen. Also wir sehen dann jetzt so morgens im Berufsverkehr irgendwie Grundschüler mit Bussen irgendwie aus Ofnadiek dann zur Röwekamp-Schule gekarrt. Ja, also das ist dann nachher sehr umweltfreundlich. Und dann die Busse sind sehr voll und die Mama-Taxis fahren. Und das ist, ob das dann ja, weiß ich, und dann, ne, das haben sie mit gegengerechnet, dass sie dann diese Container sparen, deshalb ist der Neubau günstiger. Aber haben sie auch, ich weiß es nicht, ob sie jetzt die Preise für die Busse mit eingerechnet haben, weiß ich nicht. Und das alles ist so ein bisschen... Jetzt gucken wir ja mal nach draußen. Da draußen ist ja ein Krieg und das macht die ganzen Sachen ja auch alle noch viel, viel teurer. Richtig. Und das macht die Energie viel teurer. Und da können wir uns alle schön reden, was wir wollen. Der hört auch bestimmt nicht morgen auf, leider nicht. Ja. Wenn jemand einen Tipp hat, wie wir den beenden können, ohne dass es noch ein großes Menschenleiden gibt, sehr gerne. Aber das wird alles teurer werden. Ja. Und dann ein Umbau und dann die Energiekosten. Und da muss ich ja auch erstmal da Sachen hintransportieren. Und ich muss auch mal die Sachen überhaupt kriegen. Ja. Der Freund von mir wartet verzweifelt auf Fenster. Ich weiß nicht, ob die Stadt Oldenburg da mehr Kontingente hat, aber... Ja, und es gibt ja einfach viele jetzt immer mehr auch Professuren für Architekten, so zukunftsweisende Klimaarchitektur. Und eigentlich ist ja das Credo aller dieser Architekten, gibt diese, wie sagt man das auf Englisch? Architects for future. Ja, da habe ich einen Beitrag auf dem DLF, sehr empfehlenswert, gehört. Und die sind alle einstimmig. Altbau sanieren, Altbau bewahren, auch wenn man vielleicht sagt, der ist dann nicht so toll isoliert, aber die ganze graue Energie, sagt man dann immer, die da schon steht, also alles, was schon an klimaschädlichen Sachen auch da gebunden ist, der ganze Beton, das muss man erhalten. Das ist so teuer und so viele schädliche Sachen entstehen noch durch einen Neubau dann zusätzlich. Also es macht immer mehr Sinn, das Alte zu bewahren. Und das ist, glaube ich, auch von Materialbeschaffungs
dann haben sie ja ein Haus. Also dann kann man es besser machen und man kann es umbauen, aber es wird nicht... Es wäre also, ja dann sowieso ein Altbau mit einem Neubau. Ja, also dann man hat eigentlich, genau. Ja. Und vielleicht könnte ja Oldenburg dafür Vorzeigestadt werden, genau. Um zu sagen, guckt mal, was wir hier geschafft und gemacht haben. Ja, gerne. Und sich andere Städte mit damit schmücken und sagen, ja, vielleicht können wir das ja bei uns auch so machen. Ja. Ich habe das mal gesehen, da war eine ganz kleine Kirche, die sollte auch abgerissen werden, weil die zu klein war, kann man sich gar nicht vorstellen. Wir hatten so viele Gläubige, die wollten alle rein. Ja. Und ich glaube, das Dach war undicht. Und dann haben sie gesagt, nein, wir reißen die ab und schicken die Leute eben in die Nachbargemeinde. Keine Ahnung, die sollten dann in so einen 70er-Jahre-Plattenbau, wie das in den, so achteckige, komische Teile. Ja. So. Und dann haben die aber so eine Art Glaskasten um diese Kirche gebaut und dann ist alles dadurch vergrößert. Ja. Weil denen fehlte das Gemeindehaus, genau. Ja. Das war, und dann haben sie gesagt, wir machen das Gemeindehaus an der Kirche. Ja, super. Natürlich saßen die Leute da nicht im Glaskasten und die haben da auch nicht geschwitzt, aber das sah so toll aus, wie so ein Kunstwerk. Und das wurde ganz bekannt und jeder pilgerte dann nun in diese Kirche, um sich das einfach mal anzugucken und in diesem Gemeindehaus dann Kuchen zu essen. Und vielleicht ist das ja dann... Ja, auch was noch nicht, das ist, glaube ich, für Oldenburger auch noch, also die Frage ist ja einfach auch, was mit dieser ehemaligen Jugendherberge passiert. Ja. Also das ist, da bin ich auch, wie jetzt genau dieser Zustand dieses Gebäudes ist und ob das jetzt erhaltenswert ist oder nicht, wissen wir jetzt auch nicht. Aber eigentlich in diesen Zeiten, wo man wirklich, wo alle sagen, abreißen darfst du eigentlich nichts, irgendwie bloß erhalten und bloß umbauen, denke ich auch, also ich meine, so wie sie da steht, ist sie potthässlich. Aber ich finde schon, dass sie Potenzial hat. Also ich finde auch, da könnte man einen gewissen Retro-Charme auch rauskitzeln. Aber hallo. Und auch interessante Raumgestaltung. Und also für mich war das immer, das ist so, das ist eigentlich wie auch in meinem Beruf. Ich mag das gerne, einen vorgegebenen Rahmen zu haben und mich darin möglichst kreativ auszubreiten und die Grenzen des Möglichen auszuloten. Das ist total, im Moment, wo ich auf der Bühne stehe, mache ich das genauso. Irgendwie, dass ich gucke, was kann ich da rauskitzeln? Wie lange kann ich die Pause halten, bevor irgendwie alle nervös werden? Ja, das macht mir total Spaß. Und das andere ist irgendwie auch als wir unser Haus, ich war so froh, dass wir auch einen Altbau kaufen konnten und den schön für uns umgestalten konnten, weil so einen Neubau zu planen, der hat mich immer total überfordert. Da weiß ich, wüsste ich gar nicht, was will ich denn jetzt und wie. Aber wenn ich was hab und dann zu sagen, ach komm, aber hier, die Wand ist nicht tragend. Wenn wir die rausnehmen, dann haben wir ja hier und so, ne? Das ist einfach, finde ich, weckt irgendwie viel mehr Kreativität. Bei mir auf jeden Fall. Ja. Vielleicht sollten die dich da mal mit einbinden. Ja, sowieso. Der Architekt, unser Architekt hat auch gesagt, Mensch, Wiebke, du kannst bei uns anfangen. Ich habe dann immer so einen Grundrissen rumgezeichnet und gemalt und gesagt, ich habe eine tolle Idee. Ja, wenn die umsetzbar ist, ja, warum denn nicht? Ja, also genau. Wir haben da sowieso viel zu wenig Frauen. Also das ist meist so. Ja, also und da hätte ich gerne, also würde ich irgendwie, ne, also was auch, die Frage ist auch mit Denkmalschutz, ob es nicht möglich ist, im Sinne von Klima und Ganztag den Denkmalschutz der Röwekamp-Schule so teil aufzuheben, dass man bestimmte Dinge wie das Dach, die Dachform zum Beispiel, dass man die vielleicht, wenn man die verändern könnte, ne, könnte man erstmal viel besser da Solaranlagen irgendwie draufsetzen, man könnte da einen ganz anderen Raum gewinnen auf diese Röwe-Löwen-Höhle, vielleicht noch eine Etage draufpacken und da einen ganz modernen Raum entstehen lassen. Irgendwie, das sind so Sachen, die gehen dann erstmal nicht wegen Denkmalschutz, aber eigentlich wären die ja im Sinne von allen anderen Interessen. Ja, ich glaube, da muss man sich noch mit den Leuten vom Denkmalschutz zusammensetzen, damit das vielleicht irgendwie einhaltbar ist. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man mit dem Denkmalschutz noch was... Aber ich denke, aber da bin ich auch, das ist noch mein nächster Vorschlag für den Denkmalschutz. Ja, weil ich finde nämlich, das Denkmal ist viel besser geschützt, wenn man es als Schule erhält, als wenn man dieses Gebäude zwar Denkmal schützt, aber da dann jetzt irgendwie moderne Wohnungen reinbaut. Ich finde, dann ist das Denkmal eigentlich zerstört, weil das ist als Schule gebaut worden. Und ich finde ja, bei so institutionellen Gebäuden, finde ich, gehört die Funktion auch irgendwie mit zum Denkmal. Ja. Findet ihr nicht auch? Ja. Es gab ja jetzt den Tag des offenen Denkmals. Da war ich im Alten Landtag. Und da habe ich gedacht, oh, das ist hier so schön, das könnte doch auch mal wieder, können wir nicht eine Außenstelle machen? Ja. Ich fand das sehr schön, obwohl ich weiß nicht, wie alt der Landtag jetzt ist. Ja. Ich weiß nicht, ob die Röwekamp-Schule älter ist, keine Ahnung. Aber ich bin jedes Mal traurig, wenn ich an eine Schule vorbeifahre und die ist dann umgebaut worden in irgendwas. Wohnung und so. Oder,
Gut, wenn man jetzt ein ganz kleines Dorf hat und da sterben die Schüler immer mehr aus, weil da ist keiner, dann wie soll ich eine, dann ist ein es Raum, der nicht mehr benötigt wird, den kann man umnutzen. Ja, da kann man dann auch wirklich was anderes drin machen. Aber gerade da, in dem Viertel, und ich glaube, da ist immer noch ein Zuwachs an Kindern. Ja, habt ihr mal geguckt? Das geht ja nicht jetzt nach unten, ne? Ihr kriegt immer mehr wahrscheinlich, ne? Ja, auch eher Zug, genau. Das ist auch total schön da irgendwie, weil einfach wirklich viele Familien dahin ziehen. Das war auch die Sache, dass wir fanden, also der Schulausschuss hat, der trifft sich, der hat, Schulausschuss heißt der Schulrat? Schulvorstand? Schulvorstand, genau. Die haben irgendwie gemeinsam eine Stimme, so Entscheidungsstimme. So. Der ganze Schulvorstand hat eine Stimme? Eine Stimme, ja. Sozusagen wie ein Ratsmitglied, oder? Nee, wir geben dann, also ich bin auch im Schulvorstand und die sollen ihre Stimme abgeben und die dann dem Rat mitteilen. Okay, ja, genau, weil dann vielleicht hoffentlich im Rat Menschen sind, die denken, keine Ahnung, aber wenn die das so wollen, dann machen wir das mal so. Ja. Und dass ich aber auch deswegen auch diese Petition so wichtig fand, weil ich fand immer so das ganze Viertel muss auch irgendwie ein Mitspracherecht haben, weil erstmal ist es für das Viertel, hat der Ort Schule, der Schulhof ist ja auch als Spielplatz öffentlich, das ist ein Treffpunkt da. Genau, der hat ja auch extra noch, das steht da ja auch, Röwekamp-Spielplatz, muss ganz toll sein. Und das hat ja auch eine Bedeutung und vor allem, es ziehen ja Menschen hin, die dann noch mit kleinen Kindern, wo das dann wirklich erst in einigen Jahren irgendwie eine Bedeutung hat, dass die Kinder dann dort zur Schule gehen werden und dass die auch gehört werden und auch eine Stimme abgeben können. Dann hatten wir jetzt Kontakt zu auch einigen Anwohnern, die direkt an dieses Jugendherbergsgrundstück angrenzen und die natürlich auch sich sehr gruseln vor so einem riesigen Schulneubau direkt hinter. Also es gibt sehr viele Faktoren. Dann gibt es da noch sehr alten Baumbestand auf dem Gelände, der auch absolut schützenswert ist. Und da muss auch noch für gekämpft werden. Also da sind noch sehr viele Fragezeichen. Also ich wäre eigentlich, wenn wir jetzt, wenn unsere Entscheidung jetzt hoffentlich zu unseren Gunsten getroffen wird, dann muss man eigentlich gleich weiterkämpfen und sagen, bitte schütze doch die Bäume. Und wie ist es denn, kann man denn nicht diese Jugendherberge doch noch irgendwie auch sanieren, dass die und dann Anbau ranmachen? Das war so die Überlegung für die Außenstelle. Und dann, da ist ja in der Jugendherberge sind ja jetzt auch so soziale, also was ist da so? Mädchentreff und irgendwelche Mittagessen sieht man da immer mal, irgendwelche Spielegruppen. Also eigentlich auch, da passiert viel soziales Leben und das hat da sonst in dem Viertel keinen anderen Ort und ist dann weg. Also ob das nicht auch irgendwie erhaltenswert ist. Und da gibt es, glaube ich, so ein bisschen, das war die Sache mit dem Muffensausen vor den großen Kosten, die da nämlich entstehen, weil ich glaube, da gibt es natürlich eigentlich Pläne der Stadt, da das dann auch noch als Geschäftsgebäude da Stücke von diesem Grundstück zu verkaufen und da zu veräußern und um einfach die Bilanz da, die Kassen ein bisschen zu füllen und so. Und das kann ich ja einerseits auch nachvollziehen, aber ich finde, da geht einfach sehr viel verloren und das kriegt man ja auch nicht wieder zurückgekauft. Einmal privatisiert, einmal veräußert, ist dann auch weg. Das ist weg, Und dann hat man keinen Einfluss mehr drauf und dann weiß man auch nicht, wie es weitergeht. Also das finde ich auch so schade. Gerade weil wir Oldenburger unsere alten Häuser lieben. Genau. Und das finde ich auch. Ich muss auch immer bei allen, wenn dann wirklich, also dann sagen die immer, wenn man mit Politikern redet, immer, ist ja schön und gut, eure identitätsstiftende Schule und so. Wir wollen harte Fakten. Und ich zweifle das an, dass diese harten Fakten wirklich harte Fakten sind. Weil die Sache mit den Zahlen, das kann keiner sagen, ob das jetzt, wie viel das nachher kostet. Also das sind keine belastbaren Fakten. Nein. Und dann ist ja auch noch, finde ich, eine Sache, die dann nicht mit eingerechnet wird, dass ja dieses Gebäude nämlich dann veräußert wird irgendwann, dieses Schulgebäude. Das heißt, das ist dann nicht mehr im Besitz der Stadt Oldenburg. Das heißt, das fehlt dann, da haben wir diesen schönen Begriff Tafelsilber, was da irgendwie verscherbelt wird. Ja. Und man wird da dann natürlich irgendwie einen guten Preis für erzielen, der dann erstmal die Kassen füllt. Aber jetzt, ich meine, aus der Erfahrung der Menschen, die in dem Viertel irgendwie nach schönen Altbau-Wohnimmobilien gucken, kann man ja irgendwie sagen, dass Altbauten eigentlich eher eine Wertsteigerung haben. Natürlich renovierungsbedürftig, das fällt dann immer an und so, aber eigentlich so das Grundgebäude wird wahrscheinlich in 10 Jahren mehr wert sein, als es jetzt ist. Und aber so ein Neubau, wie entwickelt der sich in 10 Jahren? Der ist doch immer weniger wert. Also diese ganzen Gebäude aus den 90ern, 80ern, was haben die für einen Wertverlust? Aber die Gebäude von 1899, wenn die einigermaßen gepflegt sind, klar, das hat auch einen hohen emotionalen Wert, glaube ich.
Ja. Sag ich jetzt einfach. Genau, aber da sind wir wieder bei unseren weichen Frauen-Fakten. Ja, weichen Frauen. Ist das auch gut so. Ja. Also da wollen wir jetzt hier auch nicht in die Klischees verfallen. Wir haben auch ganz harte Themen. Also so ist das ja nicht. Wir können auch ganz knallhart sein. Ja, also. Aber das ist nämlich diese Sache mit dem, dass dann die Atmosphäre und sowas dann so abgetan wird. Ne? Und da bin ich einfach, also das sind harte Fakten, finde ja. ich. Also ja, natürlich. Ja, ja. Das also ist, sagen wir nur mal, wenn bei dir ja, genau. nur harte Fakten auf der Bühne wären, dann wären noch ganz viele Stücke. Ja, dann würde weg. Da immer so ein Messgerät und dann ja. ausmessen. Da gibt es dann so, ja. gibt's so ein Messgerät, wie ausgewogen das Obertonspektrum ist. Fand ich immer ganz schrecklich. Kann man in so Dinger reinsingen. Es wird ja gar keine so. Dramen mehr geben. Kam wird es ja gar nicht mehr geben. Das nee. Ist ja alles nur so nee. Reich. Ja, ne? stimmt gar nicht. Ja. Genau. genau, dann würde es nur noch, einer würde auf die Bühne gehen und sagen, hier, pass auf, die betrügt jetzt ihren Mann und der Mann ja. betrügt seine Frau. Jetzt singen wir eine kleine ja. Nummer und jetzt wird's hart. Und ja, aber auch, so. Auch finde ich, der Einfluss, den so Gebäude auf Menschen haben, das denke ja. ich auch immer. Ich finde auch, du kannst der größte Atheist der Welt sein, wenn du irgendwie in Petersdom gehst. Ja. Das macht was mit dir. Und ob das jetzt die Omnipräsenz des Gottes ist da, weiß ich nicht. Aber die einfach allein schon diese Geschichte, wie viele Menschen schon an diesem Ort geglaubt haben und in eine bestimmte Richtung. Also ich finde, das lädt ja, richtig, so, das lädt diese Orte auf. Also, da bin ich sonst, ne, also bin jetzt irgendwie sonst nicht so wahnsinnig spirituell, esoterisch, dass ich denke, das spüre ich jetzt an den Steinen, aber das macht doch was mit ja. einem. Und ich denke auch, wie viele Menschen haben hier dran gearbeitet, damit diese Kirche so steht und über ja. mehrere Jahrhunderte. Genau. Und was ist da passiert? Ja. Wer genau. lebte da? Wer hat ja. da was gespendet? Wer ist vielleicht verunfallt? Wo ist eine kleine Gedenktafel? Irgendwo hat sich ja immer so ein Bildhauer ja. oder ja, der Erbauer ja. so genau. noch klar irgendwas ja. oder im Kopf ja. sieht so aus wie der ja. und der. Ja. Das kann man ja auch alles in die Röhrenkopfschule rein. Auf genau. jeden Fall. Dann dein Kopf ja. da so genau. über den Eingang. Und dann drückt man auch auf irgendeinen ja, genau. Knopf und dann singt es auch noch. Ja, herrlich. Ja. Genau, das muss man nochmal verhandeln, ob wie ja, viel stimmt das. Ja, das muss man alles nochmal hinkriegen. Also ich sehe schon, ich möchte euch auf jeden Fall nochmal einladen, wenn es dann ein Stück weiter ist. Ja. Wenn vielleicht es umgebaut wird ja. oder angebaut ja. oder wie auch immer. Ja. Und wenn schon konkrete Pläne da sind und natürlich, wenn wir 2000 Stimmen haben und Wiebke singt, das ja, möchte genau. ich natürlich ja, ja, auch. Ja. Also ich bewerbe mich ja als Lebkuchenträgerin ja. und das machen wir dann. Ich moderiere dann so ein bisschen an. Das darf ich ja. Haben. Ja, das so ein kleines ja. bisschen. Ja. Dankeschön. Ja. Ich finde es ganz toll, dass ihr heute hier wart. Es war eine tolle, spannende Sendung. Ich könnte jetzt eigentlich noch weitermachen, ja, aber ja. die Zeit läuft leider noch ein bisschen Gut. davon. Und irgendwann wollen wir ja auch mal selber wieder nach Hause ja. gehen und in unser ja. Leben und dann lieber so, ach nö, wenn es am schönsten ja. ist, dann kommen wir wieder. Genau. Dann machen wir nochmal eine neue ja. Sendung. Das ja. fände ich auch ja. schön. Und dann grüßen wir alle Damen und Herren, die auf Helene Fischer stehen. Und alle, die jetzt vielleicht sagen, naja, so Klassik ist ja dann doch nicht meins. Aber jetzt möchte ich doch mal hören. Ja, und also es lohnt sich. Genau, und alle Röwe-Löwen. Ja, ja, wir grüßen alle Röwe-Löwen. Ja, einmal Röwe-Löwe, immer Röwe-Löwe. Ja. Genau. Ist so. Ja, ihr habt auch, glaube ich, eine Schuluniform. Oder nee, ein T-Shirt, nein, ne, T-Shirt mit dem Löwen drauf. Ich bin ein Röwe-Löwe. Ja, ja. Finde ich auch toll. Also bringt ja bitte das nächste Mal mit. Ja. Vielleicht kriegen wir ja auch mal ein Kind hier rein oder zwei ja. oder drei, genau. wo denn die Eltern sagen, haben halt überhaupt keine Probleme. Die sagen, die Schule ist voll cool hier und lasst ja. mal hier die vier Wände stehen, ja. wir finden das toll. Oder man kann ja auch dann vielleicht mal zeigen, wie die Räume größer geworden sind. Was ja. für ein toller Architekt oder Architektin ja. eine Idee gehabt hat und ja. die kann man dann vielleicht umsetzen. Also ich glaube, da ist noch viel Potenzial. Ja. Ja. Also ich wünsche jetzt erstmal eine gute, ja, einen schönen Abend, einen schönen Tag und hört Helene Fischer, hört klassische Musik, geht ins Theater, geht in die Oper, geht in den Ring, guckt euch das an. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns dann bei der nächsten Sendung zu einem neuen Thema. Ich freue mich auf euch. Ihre Sandra Kornberger.